und begrüße nochmal alle, nach Gabi noch dabei, zu meinem Vortrag, der im Rahmen der nachhaltigen Hochschultage stattfindet. Zum Vortrag gleich ein bisschen mehr. Ganz kurz nochmal zu den nachhaltigen Hochschultagen. Eine Aktion von Münchner Studierenden, Students for Future, ja, nachhaltige Hochschultage eine Woche zu veranstalten. Erstmal jetzt hier vor Ort, um auf die Nachhaltigkeit hinzuweisen, um auf das Klimaproblem hinzuweisen, weil es nach wie vor eigentlich ignoriert wird, so kann man es mal ganz einfach sagen, politisch. Es wird bearbeitet, aber nicht wirklich ernsthaft. Das ist mein Eindruck von, und ich werde da nochmal nachher drauf eingehen, von mehreren Jahrzehnten jetzt. Und deswegen halte ich diese Veranstaltung für sehr sinnvoll, die von vielen Hochschullehrern mitgetragen werden und bundesweit in der nächsten Woche weitergehen. Und Sie können sich selbst engagieren in den Students for Future. Das sind hier die Folien, die ich von dort zugestellt bekommen habe. Deswegen zeige ich sie als PDF so. Und ich möchte auch dazu aufrufen, dass Sie das neben Ihren Aktivitäten durchaus tun. So ein Einsatz lohnt sich, auch wenn das vielleicht, ja, wie gesagt, auch bei mir dann mal zu wenig Schlaf in den Nächten führt, muss man trotzdem mal so einen Vortrag unter die Studierenden bringen. Ja, und warum ist das wichtig? Weil das ist public, ja, es ist für die Öffentlichkeit. Wir tragen hier Gedanken weiter. Es geht ums Klima, das geht uns alle an. Und ich glaube, dass Hochschule, Universität halt auch eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung hat, auszubilden und nicht nur auf eine berufliche Realität mit Scheuklappen, wo man links und rechts nicht hinguckt. Und in dem Sinne wechsle ich jetzt auf. Ach so, halt, jetzt muss ich wieder wechsle ich doch pass auf meinen Bildschirm und starte die Präsentation. Dann müssten Sie das jetzt eigentlich sehen. Hat vorhin geklappt. Nochmal vielleicht ein, zwei Daumen kurz aus der Runde. Sehen Sie meine Präsentation? Dann kann ich noch, jawohl, danke. Hervorragend. Ja, dann kann ich noch einen reinlassen. Da sind wir jetzt 40 Teilnehmer. Es ist mehr als in der Vorlesung. Sehr erfreulich. Und dann versuche ich mal loszulegen. Ist ja relativ umfangreiche Geschichte. Und die Einleitung hatte ich jetzt schon gegeben. Es ist im Rahmen der physikalischen Chemie 1 Thermodynamik. Geht aber weit darüber hinaus auch in die Spektroskopie, vorbereitend in der Biotechnologie für Studium. Und wer jetzt fachfremd ist, der wird an einer oder anderen Stelle ein bisschen viel Physik vielleicht erleben, müssen ja nicht alles mitnehmen. So, jetzt müssen wir mal gucken, geht jetzt die Präsentation hier auch weiter? Ja. Ja, und ich starte mal gerne meine Präsentation mit einem Zitat. Und ich finde dies hier ziemlich passend, weil erstens schon sehr lange bekannt von Miguel de Cervantes, der aus dem Don Quixote, ja, und übersetzt aus dem Spanischen heißt das, und die Sonne brannte so heftig und heiß auf ihn herab, dass sie ihm leicht die Sinne verwirrt haben würde, wenn sie welche angetroffen hätte. Noch haben wir ja so einen amerikanischen Präsidenten, auf den das ganz hervorragend zutrifft. Es gibt auch brasilianische und andere, die hier auch hervorragend getroffen wären, und das ist, glaube ich, auch ein ganz zentrales, wesentliches Problem, was den Klimawandel betrifft. Und insofern versuche ich mal aufzuklären folgende Fragen. Ich will mich nicht politisch einmischen, sondern im Wesentlichen auf dem Bereich bleiben, wo ich Kompetenz habe. Also was wird hinterfragt? Ändern Menschen den Kohlendioxidanteil? Das möchte ich gerne klären. Ändert Kohlendioxid die globale Temperatur? Und macht das nur CO2? Das sind die Themen, die mich erstmal interessieren würden. Und im zweiten Block kommt dann, da wird es dann rückt es näher an die Politik ran, ändern Menschen dann dementsprechend merklich die globale Temperatur? Was würde eine erhöhte Temperatur bedeuten? Da ist auch, wie gesagt, sehr viel physikalische Chemie, da kommt dann auch viel zu diesem Semester. Und relativ kurz, was können, sollen wir tun, weil das lasse ich Ihnen ein Stück weit offen, und dafür gibt es bestimmt andere Veranstaltungen in diesen Wochen, die das wesentlich besser darstellen. Weitere Fragen aus der Runde? Sie können jederzeit über den Chat beitragen, wenn es da Dinge gibt. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich den jetzt wieder versteckt habe. Der ist mir irgendwo hinter meine vielen Fenster gerutscht. Aber ich setze ihn mir nochmal aktiv. Genau, da ist er. Jetzt habe ich ihn auch wieder im Blickwinkel. Dann ist das auch sichtbar. Ja, also wenn Sie wollen, fragen Sie rein, Sie können natürlich auch per Mikro reinfragen. Dann sind Sie mit in der Aufzeichnung. Und dann steigen wir mal ein.
So, CO2-Konzentration in der Atmosphäre wird seit geraumer Zeit gemessen, und zwar nennt sich das Keeling Curve. Sie sehen hier an der Seite den Herrn Keeling, der 1957 mal damit begonnen hat, eigentlich ja, noch ohne wirklich staatliche Förderung und Auftrag, sondern da sieht man, dass Wissenschaft halt immer seiner Zeit so ein bisschen voraus ist. Seit 1974 ist es eine National Oceanographic Association, weiß ich nicht, Einrichtung. Muss ich selber noch mal gucken, kann ich sie mal gleich mit rübernehmen. Genau, da gehen wir gleich mal rauf. Und man sieht, dass wir seit dem Start dieser Aufzeichnung 1957 eine konstante Zunahme der CO2-Konzentration haben, weil man eine jährliche Schwankung hat. Und das ist für Leute, die aus der Biologie kommen, jetzt nicht sehr überraschend, weil CO2 wird von Pflanzen absorbiert und Wachstum ist halt nun mal jahreszeitlich ein Stück weit unterschiedlich, wenn auch auf Süd- und Nordhalbkugel unterschiedlich. Aber es gibt da Schwankungen dann. Aber die Schwankungen sind mittlerweile verschwindend gering gegenüber dem Anstieg, den wir über die Jahre sehen. Ich habe mal 1990 hier nochmal markiert in der Mitte, weil es relativ klein ist. Und 2020, da stehen wir aktuell. Das ist eine Kurve, die ist relativ aktuell. Die habe ich vorgestern hier neu reingesetzt. Das heißt, die können Sie eigentlich permanent aktualisiert im Internet angucken. Die wird auf einem Vulkan in Hawaii gemessen. Und an diesem Standort ist halt relativ wenig Einfluss direkt vor Ort vorhanden. Das heißt, man ist sehr abseits vom menschlichen Geschehen und hat damit so eine relativ gute Mittelung, Vermischung, die vorher stattfindet, weswegen dieser Messstandort nach wie vor auf dem Mauna Loa Observatory relativ günstig gelegen ist. Und wenn wir ganz aktuell reingucken, dann sehen wir, dass wir diese Woche 412 ppm gerade haben. Das hat irgendwo mal bei den Messungen bei 315 angefangen. Das heißt, wir haben jetzt so gute 100 dazu gewonnen in einem Zeitraum, der gerade mal so gute 60 Jahre umfasst. Und damit sind wir aktuell über dem Rekord, den ich letztes Jahr noch verkündet habe. Da war 2018 mit 410 ppm der Rekord erreicht. Sie sehen, diese Kurve geht halt eben einfach kontinuierlich immer weiter höher, und ich befürchte, auch wenn ich das die nächsten Jahre halte, wird das immer noch weiter steigen. Ja, und das könnte man natürlich ein Stück weit unwissenschaftlich kommen oder auch durchaus wissenschaftlich kommentieren. Ja, 400 ppm, was ist denn das? Das sind 0,04% oder nicht mal ein halbes Promill, also nicht mal ein halbes Tausendstel einer von 2500 Teilen in der Atmosphäre. Wer interessiert sich für dieses bisschen Gas? Und wem muss das überhaupt interessieren? Ja, offensichtlich gibt es zumindest amerikanische Behörden, die das tun. Und jetzt gehe ich nochmal raus aus der Präsentation und nehme Sie kurz mit rüber in meinen Internet. Haben wir, ja genau. Jetzt ist das wieder nicht vorne für mich, aber für Sie sollte es vorne sein, und ich will es einfach nur mal zeigen. Sie können das sozusagen tagesaktuell sich angucken oder eigentlich wochenaktuell. Sie können sich den letzten Monat angucken, die letzten 6 Monate. Also das ist halt sehr schön interaktiv, um dort sozusagen sich den aktuellsten Stand gerade rauszuholen. Das ist jetzt ein Schnappschuss, den ich da jetzt rausgesucht habe. Und dann wieder zurück in die Präsentation. So, müsste jetzt wieder sichtbar, halt, Vorsicht, jetzt müsste sie sichtbar sein. Kurz nochmal einen Daumen, muss ich mal den Test machen, ja wunderbar, danke. Das klappt hier gut. Dann gehen wir weiter. Und jetzt könnte man die Frage auch tatsächlich wissenschaftlich weiterführen, weil CO2 ist über die Jahrmillionen, wenn wir wirklich geologisch mal gucken, sehr stark variabel. Ja, hier sieht man eine Grafik, wo diese Grafik geht bis 8000 ppm. Und das heißt also, wir hatten durchaus mal einen Faktor 20 mehr CO2. Insofern könnte man jetzt sagen, ja, warum soll das die Erde belasten? Und diesen Punkt, dem würde ich wissenschaftlich auch sofort zustimmen. Das belastet die Erde überhaupt nicht. Der einzige kleine und wesentliche Unterschied ist, dass in dieser Zeit, die wir da betrachten, und hier ist jetzt noch, sind Eiszeiten noch mit aufgeführt, das kennen Sie wahrscheinlich aus der Schule, ja, dass es da Zeiten gab, wo es auch sehr kalt war auf der Erde, also
wir reden gerade über Erwärmung. Wir wissen ja, dass es durchaus Wechsel gibt in der Temperatur. Ja, und es gibt so Abschätzungen aus Eisbohrungen, wo man diese aus diesen Kaltphasen dann tatsächlich CO2 immer noch herauskonstruieren kann und rekonstruieren kann, wenn man jetzt fragt, wo kommen diese Daten her. Deswegen sind die auch ein Stück weit unsicher. Ja, hier sind so Unsicherheitsbereiche dann auch angegeben. Aber es gab halt auf alle Fälle deutlich höhere CO2-Konzentrationen und auch in den letzten jetzt hier 300 Millionen Jahren, wenn wir mal so ein bisschen geologisch unterwegs sind, da waren deutlich höhere CO2-Werte und wir sind jetzt eigentlich in der Zeit, wo es relativ niedrig ist. Und das Problem für uns ist, dass es Homo erectus, also irgendwie so Vorfahren von Menschen, ja gerade mal 1,6 Millionen Jahre gab. Das heißt also, wir sind hier noch relativ frisch und wir sind biologisch von unserer Evolution optimiert auf diese relativ geringen CO2-Mengen und auch alles, was uns umgibt, so ist, was in den letzten 1-2 Millionen Jahren los war, das ist eigentlich auf diesen niedrigen Pegel von der Evolution gerade angepasst. Und das ist eigentlich unser Problem. Ja, wir fassen in Dinge rein, die normalerweise über sehr viel längere Zyklen gehen. Da sind wir dabei, in Jahrzehnten Veränderungen zu schaffen. Und das ist tatsächlich für die Biologie ein Problem. Da werden wir auch noch drauf kommen. So, jetzt. Und was muss man sich dazu angucken? Man muss sich dazu anschauen, den Kohlenstoffkreislauf. Wenn wir jetzt mal beim Kohlendioxid erstmal, das ist ja das Hauptthema, uns festhalten, dann gibt es ein globales Kohlendioxidbudget. Und ich hatte schon gesagt, es gibt halt eben Pflanzen, die sozusagen verbrauchen. Es gibt auch weitere Senken, vor allem das Wasser, also vor allem Ozeane speichern CO2. CO2 ist ein Molekül mit zwei Dipolen, die sich zwar nach außen aufheben, aber trotzdem dann als Dipole Wechselwirkung machen können und damit im Wasser als polaren Medium halt sehr gut löslich ist. Das weiß jeder, der eine Mineralwasserflasche aufmacht, die sprudelnd ist. Also da kommt eine ganze Menge CO2 rein oder raus, je nachdem, wie rum man denkt. Andersrum gibt es sowas wie Brände, die CO2 dann wieder aus den Pflanzen zurückführen. In Brasilien aktuell leider auch sehr stark, aber das sind kleine Mengen. Es gibt dann vor allem auch Verbrauch von fossilen geologischen Reservoiren, die eigentlich über Millionen Jahre angelegt wurden und die jetzt über menschliche Aktivität stark verbraucht werden. Und eigentlich ist das dieser Kreislauf relativ geschlossen, nur durch den menschlichen Einfluss. Und es werden sehr große Mengen umgesetzt. Ja, also es sind Gigatonnen, mehrere hundert Gigatonnen, die umgesetzt werden. Und dieser Überschuss erscheint erstmal klein. Das sind nur so ein paar Prozente wieder davon mit 17 Gigatonnen pro Jahr. Aber dieses atmosphärische Wachstum von etwa 17 Gigatonnen pro Jahr an Kohlendioxid ist jetzt gerechnet. Sie können dadurch 44 Gramm pro Mol teilen. Dann wissen Sie, welche Stoffmenge das wäre. Das sind schon ganz ordentliche. Das ist das, was wir akkumulieren, was halt eben, weil das alles Kreisläufe sind, nicht wieder wegkriegen. Das heißt, jedes Jahr kommen diese 17 Gigatonnen dazu und jetzt kann man schon sehen mit der Keeling-Curve davor, das ist also etwas, was sozusagen kontinuierlich steigt. Und wenn wir uns das mal über wieder ein bisschen geologisch betrachten, weil letzten Endes muss man da immer in die Geologie gucken, dann und mal weiter, nicht ganz so weit zurückgucken, jetzt nicht hunderte Millionen Jahre, sondern eher in dem Fenster, wo Menschen auf der Erde unterwegs waren, wo wir uns angepasst haben, dann sieht man, dass wir da in einem Fenster von so etwa unter 300 ppm immer waren und eigentlich immer über so, ja, auf alle Fälle über 150, vielleicht eher so 170, 180 ist die Untergrenze. Dazwischen schwankt das über die Zeiträume schon hin und her. Aber es ist, wenn man mal so grob mittelt, ziemlich konstant um die, würde man sagen, so 230 vielleicht, 220, 230. Und wenn wir hier irgendwo bei Null ankommen, das ist nämlich sozusagen rückwärts gerechnet, die Zeit hier, dann sind wir sozusagen bei 1958, also da, wo Herr Keeling angefangen hat zu messen etwa, dann
haben wir so 260 etwa. Das ist sozusagen das, was wir so als Startpunkt oder was oft als vorindustrieller Startpunkt vom CO2 gemessen wird. Also gar nicht die, er hat ja bei 310 angefangen, 260 war vielleicht vor Industrie, er war bei 310, das war schon eine Spitze und auf die Spitze setzen wir was oben drauf. Das ist eigentlich der Punkt. Und wo sind wir mit im Spiel? Ja, sowas wie Hominiden, Neandertaler, das was mit meinem laienhaften Verständnis so etwa der Ursprung von Menschen ist, das fängt hier so 400.000 Jahre rückwärts an. Also das wäre auch so eine Spitze gewesen, wo wir aber auch deutlich unter 300 ppm wären. Und dann haben wir offensichtlich so biologisch miterlebt, wie das dann immer mal wieder runtergeht, so ein bisschen Achterbahn, ja nicht ganz, weil es ist halt eher ein Schlittenfahren, würde ich mal sagen, munter den Berg runterrutschen und dann wieder hoch stiefeln. Und Homo sapiens kommt dann ungefähr, wenn es meine Recherchen so passen, vor 200 bis 300.000 Jahren ins Spiel. Also dann eher vielleicht sogar in so einem Tal von CO2 in Afrika. Und das, was wir so kennen, dass wir uns über die Erde ausgebreitet haben, das ist ja noch relativ jung. Ja, wieder so ein Tal. Und wir sind augenblicklich dabei, auf so einem Aufstieg dann unterwegs zu sein. Und dieser Aufstieg, der jetzt die letzten 50 oder vielleicht müsste ich da jetzt 0,00006 angeben, Millionen Jahre, da haben wir tatsächlich jetzt Einfluss genommen auf die Erde in einer ganz anderen Art, als sie vorher geologisch oder biologisch üblich war. Und ihr habt das schon mal rot eingefärbt, weil wir haben es jetzt geschafft, sozusagen innerhalb von 60 Jahren einen Effekt zu generieren, der 800.000 Jahre nicht da war. Das ist schon eine Leistung. Ja, wir loben uns ja immer als Menschen. Tatsächlich, wir sind ziemlich leistungsfähig. Also Punkt 1, das ist eigentlich ziemlich klar, mit Ja zu beantworten. Menschen ändern den Kohlendioxidanteil und zwar sehr merklich. Ja, wenn Sie 800.000 Jahre zurückgehen, dann finden Sie so einen Anstieg eigentlich nicht. Ja, also vielleicht noch relativ findet man ihn, aber die absoluten Werte, die sind die letzten 800.000 Jahre nicht da gewesen. Und innerhalb von 60 Jahren diese Änderung, das ist auch absolut rekordverdächtig. Ja, also wir haben es als Menschheit geschafft, hier diesen Rekord schon mal definitiv vorzugeben. So, und dann geht es weiter mit der Frage, ändert Kohlendioxid die globale Temperatur? Und dazu kommen wir jetzt in die physikalische Chemie, weil was wir da betrachten, ist eigentlich ein Strahlungsgleichgewicht. Wir haben einen heißen Körper, der ist ziemlich weit weg von uns, mit 5800 Kelvin Oberflächentemperatur etwa. Und wir sitzen im kalten Weltall ganz weit entfernt, aber kriegen von dieser, zumindest auf der beleuchteten Seite, die Strahlung von der Sonne ab. Und diese Strahlung heizt uns hier irgendwo im fernen Weltall dann halt eben entsprechend auf. Und das kann man, das kann man sogar ein bisschen mit der Thermodynamik jetzt beschreiben. Es gibt diesen nullten Hauptsatz, zwei Körper im thermischen Gleichgewicht haben dieselbe Temperatur. Jetzt ist das ein bisschen komplexer. Wir haben nicht einen direkten Kontakt mit der Sonne. Wäre jetzt auch nicht so scharf drauf. Aber wir haben halt eben einen anteiligen Kontakt über Strahlung und auch den kann ich in Form von Temperatur eigentlich rechnen. Ja, und dann wissen wir noch was aus dem ersten Hauptsatz. Die innere Energie eines geschlossenen Systems entspricht der ausgetauschten Arbeit und Wärme. Das heißt also, hier steckt sozusagen eine Strahlungsarbeit in uns drin und das ist irgendwo mit Wärme korreliert. Das heißt, die Temperatur auf der Erde, das kennen Sie, hat eigentlich so im Mittel obwohl das ein dynamisches Energiegleichgewicht hat, etwa immer die gleiche Temperatur. Das liegt so um die 15 Grad ungefähr. Und das kann man physikalisch auch beschreiben. Ich will jetzt nicht zu vertieft darauf eingehen, weil das soll ja auch hier ein bisschen allgemein gehalten bleiben. Aber die abgestrahlte Leistung ist proportional zur Oberfläche. Das heißt also, was jetzt wichtig ist, die Erde selbst ist dann auch wieder ein Strahler. Ja, und zwar hängt das nur von der Temperatur ab. Deswegen hatte ich die schon mal genannt. Die Sonne strahlt halt heftig, weil das geht mit Temperatur hoch 4 ein. 5800 hoch 4, das ist halt sehr, sehr groß. Das ist eine Riesenstrahlungsleistung. Die Erde allerdings mit den 15 Grad, und wir müssen jetzt wieder in Kelvin denken, ja, physikalische Chemie heißt 288 Kelvin hoch 4, hat halt auch bezogen auf die Erdoberfläche eine gewisse Strahlungsleistung. Und das ist hier nochmal eine Konstante, diesem Stefan-Boltzmannschen Gesetz, so heißt das. Den Boltzmann haben einige von uns hier schon mal gehört. Der war da auch beteiligt, weil das letztendlich eine Statistik ist.
Quantenstatistik strahlt halt eben die Erde als schwarzer Körper wieder ab. Der Herr Planck, der war darauf beschäftigt. Ja, das heißt, dann kommt noch ein Emissionsgrad dazu, der je nach Oberflächenbeschaffenheit ein Stück weit schwanken kann. Das heißt, diese Strahlung wird teilweise auch, Teil wird reflektiert, ein Teil wird, ja, die Emission ist nicht von jeder Oberfläche gleich. Das hängt auch ein bisschen an der Farbe. Aber so grob über den Daumen ist im Wesentlichen die Temperatur dafür zuständig, was so ein Körper abstrahlt. Das ist die Idee vom schwarzen Körper. Wenn Sie das vergleichen wollen, dann ist das wie ein Stück Metall in einem Grill. Ja, das nimmt irgendwann die gleiche Farbe wie die Kohle an. Obwohl es ganz unterschiedliche Materialien sind, haben die aufgrund der gleichen Temperatur, die sie irgendwann haben, null der Hauptsatz, das gleiche Strahlungsspektrum und sehen dann beide vielleicht so dunkelrot aus, wenn es eher so gut 500, 600 Grad sind oder vielleicht schon orange, wenn man ein bisschen Luft nachfächelt, dann kommen wir auch mal so nah an die 1000 Grad sogar ran mit einer Kohle. Da habe ich hier nochmal einen kleinen Link, wo das auch ganz gut beschrieben ist, wenn Sie da ein bisschen mehr nachlesen wollen. Das alleine ist ein relativ wichtiges Thema. Ja, also das Strahlungsspektrum bzw. die Temperatur kann berechnet werden. So, daher kennen wir zum Beispiel die Oberflächentemperatur der Sonne, weil wir spektroskopisch halt eben Sterne insgesamt beurteilen können, über ihr Spektrum und deren Temperatur damit abschätzen. Und jetzt wird das Ding umgedreht. Wenn wir die Temperatur eines Körpers kennen, nämlich die von der Erde, dann können wir auch das Strahlungsspektrum der Erde abbilden oder das der Sonne. Und das ist das, was hier jetzt in der logarithmischen Darstellung hier wiedergegeben wird, weil die Sonne mit ihren 5800 Kelvin, hier sind es jetzt ja so ein bisschen präziser angegeben, weiß nicht, ob das, das ist eigentlich ein bisschen übertrieben in dem Bild, was aus Wikipedia stammt, hat halt eben ihr Maximum sogar in den bekannten Regenbogenfarben, nämlich im sichtbaren Bereich. Ja, das heißt, also wir kriegen sehr viel sichtbares Licht ab, aber halt auch ganz viel zum Beispiel Infrarotstrahlung oder noch härtere Strahlung, die meist in der oberen Atmosphäre abgefangen wird, kommt von der Sonne an. Das ist eine logarithmische Skala. Dieses T hoch 4 Gesetz sagt, dass das absolut halt eben sehr, sehr viel mehr ist, als was die Erde abstrahlt bei 300 Kelvin über den Daumen. Ja, also wie gesagt, 288, man ja vielleicht eher nehmen können. Und das Maximum, ja, das liegt bei der Sonne im sichtbaren Bereich. Das sind 0,5 Mikrometer oder vielleicht kennen Sie das eher mit 500 Nanometer. Und ja, mit zwei Körpern, die Frage mit den, ich gucke jetzt mal kurz in den Chat, ja, genau, da wird die Sonne, ist viel wärmer, genau, und deswegen hat sie halt eben ganz anderes Spektrum, es ist viel mehr im sichtbaren Bereich, da kommt von der Erde praktisch null, ja, die Erde leuchtet nicht selbst, sondern da reflektiert einiges, aber sie strahlt wo ab, im 10 Mikrometer Bereich, und wer das noch nicht zuordnen kann, das ist in einem Fenster, wo wir halt auch sehr gerne Spektroskopie machen. Deswegen ist das halt auch eine meiner Lehraufgaben, wo wir uns Moleküle angucken. Die haben nämlich da Absorption im Bereich ihrer Schwingung. Und da kommen wir später noch drauf. Also wie gesagt, wir haben eine Verschiebung. Die Intensitäten, das ist rasant. Ja, das sind Zehnerpotenzen, mehrere Zehnerpotenzen, natürlich mehr von der Sonne. Davon kriegen wir ja nur so einen ganz kleinen Ausschnitt, der bei uns ankommt. Liegt beim halben Mikrometer das Maximum. Und wenn wir den schwarzen Körper für die Erde berechnen, dann liegt das etwa bei 10 Mikrometer das Maximum. Ja, und das ist so typisch auch was, weswegen sich Hochhäuser auch gerne aufheizen, wo dieses Licht reinkommt. Das Licht wird auf Oberflächen umgewandelt, es wird warm in dem Hochhaus und dann strahlt das Hochhaus wieder Infrarot ab und dieses Infrarotlicht kommt vor allem durch Glas zum Beispiel nicht besonders gut durch, weil das wäre auch so eine molekulare Form, die ganz gut in Schwingungen das umwandelt und dann anteilig drin behält. Deswegen nennt sich das auch, deswegen eigentlich auch Treibhauseffekt, Glashauseffekt. Und vielleicht nur so am Rande, deswegen fängt auch jeder, fast jeder Stoff bei etwa 500 Grad an zu glühen und kriegt dann so ein dunkelrotes Bild, weil ab 500 Grad, ja, das wären 770 Kelvin, da wäre hier so, würde das erste Mal sozusagen diese Kurve hier nennenswert im roten Bereich was zu kriegen. Da wäre immer noch im Infraroten das Maximum, aber wir sehen ein bisschen sichtbares Licht, ja, weil unser Auge den Rest hier nicht wahrnimmt. So, die Sonne hat eine deutlich höhere Intensität. Das
interessiert uns jetzt weniger, sondern die Qualität der Strahlung interessiert uns. Sie hat halt eben eine deutlich höhere Energie in dieser Verteilung als Maximum. Ja, sie hat durchaus auch sehr viel im Infrarotbereich. Aber das Wichtige ist halt eben im farbigen Bereich das Hauptteil des Lichts, und die Erde strahlt halt eben im Infraroten ab. Und darüber kühlt die Erde dann letzten Endes wieder. Erster Hauptsatz der Thermodynamik, ja, wenn ich Wärme verliere, ja, dann muss dementsprechend halt meine Temperatur runtergehen. Weil dann ist die Energie sozusagen im Weltall wieder weg. Gibt es dann noch alle möglichen Effekte, die das hier relativieren mit Wolken und auch Wasser, Eisflächen. Da gehe ich nachher vielleicht mal so anteilig darauf ein. Das ist halt sehr grob gerechnet erstmal als Mittelwert für die Gesamterde. Aber das interessiert uns ja auch so, die Gesamttemperatur. Und die Gesamttemperatur der Erde, wenn wir so ein Strahlungsgleichgewicht jetzt physikalisch einfach rechnen, dann würde man rauskommen, dass die Erde bei minus 18 Grad eigentlich im thermischen Gleichgewicht ist. Ja, dann wäre der erste Hauptsatz sehr schön erfüllt. Die Strahlung, die reinkommt, ist relativ hoch. Das heißt 273 Kelvin, haben wir ja bei 0 Grad. Das heißt also minus 18 Grad wären so 255 Kelvin. Und wir liegen damit deutlich über 0. Ja, das kriegen wir vor allem aus der Sonne. Wir kriegen auch was aus der Erdmitte. Das müssen wir eigentlich auch noch mit berechnen. Da gibt es immer noch jede Menge radioaktive Prozesse, die heizen die Erde auch. Aber zusammen mit der Sonne und mit der Abstrahlung, die wir eben besprochen haben, wäre eigentlich das Mittel bei minus 18 Grad. Wäre sehr unangenehm. Ja, jetzt hatte ich eben schon darauf hingewiesen, dass ich Glasgebäude sehr stark, ja, das ist hier die Nord-LB in Hannover, wer Tatort guckt, da wird immer so getan, als ob das Landeskriminalamt darin sitzen würde. Ja, das ist natürlich alles Fake, wie das meiste im Fernsehen. Und es würde dann schön warm da drin werden, wobei das LKA hat auch teilweise ein Glasgebäude. Nicht ganz so repräsentativ. Und diese Glasgebäude heizen sich auf. Das heißt also, wenn ich sozusagen noch einen molekularen Schild dazwischen packe und das Glas ist aus Silizium und Sauerstoff aufgebaut, das sind kovalente Bindungen, die können schwingen. Und das heißt, in diesen Schwingungen kann sich Energie ansammeln, und zwar Wärmeenergie ist das. Und diese Wärmeenergie wird dann erstmal in dem Glas sozusagen kurz geparkt, wird dann aber auch wieder abgegeben, weil Wärme wird nicht behalten ewig. Das Wichtige ist nur, diese Wärme wird dann in alle Richtungen wieder abgegeben. Das heißt also, es geht teilweise schon nach draußen, aber es wird auch wieder nach drinnen abgegeben. Also es wird ein Teil zurückgeworfen. Und wenn wir das verstanden haben, dass Moleküle oder kovalente Bindungen generell Wärme parken können und wieder abgeben, dann trifft das ja auch für Moleküle in der Atmosphäre zu. Und die Atmosphäre ist ja nicht ohne Moleküle. Und das Interessante ist, dass nur Moleküle die Infrarotstrahlung aufnehmen können, die auch eine Dipolmomentänderung haben. Das sind wir so ein bisschen schon im sechsten Semester. Und diese Dipolmomentänderung, dafür brauche ich eine Polarität. Zwischen Silizium und Sauerstoff habe ich die, zwischen Stickstoff und Stickstoff nicht, zwischen Sauerstoff und Sauerstoff auch nicht. Das heißt, Stickstoff und Sauerstoff in der Atmosphäre tragen da eigentlich gar nichts zu bei, zu diesem Klimaeffekt. Es bleiben dann eigentlich nur Nebenkomponenten oder Spuren. Und die nächsten relevanten Gase wären noch Argon als Atom, kommt auch nicht in Frage, bleibt also eigentlich als Hauptteil nur Wasser. Und dann kommt als nächstes tatsächlich schon CO2. Und den großen Effekt von minus 18 auf plus 15 Grad, das macht Wasser. Ja, Wasser nimmt tatsächlich auch Wärme auf, steckt das in die Schwingung von der Wasserstoff-Sauerstoff-Bindung rein und gibt es dann wieder ab ins Weltall, aber auch zurück zur Erde. Und dadurch gibt es halt eben ein Plus von nochmal wieder so gut 30 Kelvin, dass wir halt bei 15 Grad eigentlich diesen Mittelwert haben. Der Wassergehalt der Erde ist durch die Ozeane so groß, der Atmosphäre, durch das, was da verdunstet, dass wir da eigentlich keinen direkten Einfluss haben als Menschen, dass wir jetzt durch Ausatmung oder Ähnliches dann jetzt Wassergehalt erhöhen würden. Wir werden nachher sehen, dass wir ihn leider indirekt haben. Und direkt haben wir halt eben das, was oben drauf kommt, alle anderen Gase, die halt eben solche Schwingungen auch noch aufnehmen können. Wir werden nachher auch noch mehr Beispiele sehen, ist also tatsächlich schon vorweggenommen, nicht nur CO2, aber auch CO2. Und dazu muss man sich dann eigentlich so diese Strahlungsbilanzen angucken. Das mache ich jetzt hier mal nicht im Detail. Und die Spektren, das wäre jetzt Wasser,
Wasser ist halt, hier sind die Wellenzahlen aufgetragen und wenn man mal die 10 Mikrometer hernimmt, das wäre nämlich bei 1000 Zentimeter auch minus 1 als Wellenzahlen, dann sieht man direkt, den benachbart hat das Wasser relativ starke Intensität, wo es absorbiert. Das heißt also, das ist halt eben hier oben in den beteiligt. Die Wolken würden wieder andere Effekte auch, würden auch abschatten. Ja, das muss man auch mitrechnen. Das machen Meteorologen und die sind auf diese 15 Grad gekommen. Und nochmal so ein bisschen, um diese beiden Werte nochmal einzufangen. Das heißt also, in dem großen Spektrum, was wir in dem im elektromagnetischen Bereich haben, da sind Radiowellen mit dabei, das ist Mikrowelle, da sind so ein paar Beispiele hier auch dann drin. Das sind Röntgen oder Radioaktive, haben wir nur so das mittlere Fenster, was wir uns angucken, und zwar zum einen sichtbares Licht, ja, das relativ etwas höher energetisch ist, und das Infrarote. Sie sind nochmal diese beiden eingezeichnet. Das darunter interessiert uns jetzt weniger. Radiostrahlung oder Mikrowelle interessiert uns hier nicht. Und auch die hochenergetischen, die in der Atmosphäre abgefangen werden, auch zur Heizung der Erde beitragen, die sind schon reingerechnet in die minus 18 Grad. Die interessieren uns hier auch nicht, weil da haben wir eigentlich keinen Einfluss, wesentlichen Einfluss drauf. Noch nicht. Und wir müssen uns angucken, wo ist die Atmosphäre denn durchlässig für solche elektromagnetische Strahlung? Ja, sie ist für Gammastrahlen eigentlich praktisch gar nicht durchlässig. Sie ist durchlässig vor allem zum Beispiel für sichtbares Licht. Da wird auch ein bisschen was weggefangen durch Wolken zum Beispiel. Ja, das kennen wir, aber nicht so beliebig viel. Sie ist bei 10 Mikrometer auch ziemlich durchlässig und dann wird sie bei Radiowellen, deswegen funken wir mit denen ins Weltall, ist auch sehr, sehr durchlässig. Das ist für unsere Strahlungsbilanz aber nicht wirklich relevant. Und an anderen Stellen ist sie meistens ziemlich dicht, die Atmosphäre. Kommt eigentlich gar nichts durch. Also sind nur wenige Fenster, in denen Wärmemenge überhaupt noch erhöht werden kann. Und das sind tatsächlich hier dieser sichtbare Fenster und dieses Infrarotfenster bei 10 Mikrometer und 0,5 Mikrometer. Die sind beide relativ relevant für die Temperaturänderung, die wir auf der Erde haben können. Hier ist das nochmal ein bisschen physikalischer jetzt gerechnet. Das Bild vorhin war so eine einfache Darstellung, wo man Sonne und Erde als schwarzen Strahler normiert, jetzt einfach nur betrachtet, wie ist deren qualitativer Verlauf. Ja, die Sonne, das ist das Stefan-Boltzmannsche Gesetz, hier jetzt nochmal ein bisschen näher ausgeführt, sieht man, da sind auch wieder E-Funktionen mit dabei. Ich wollte es heute, wie gesagt, nicht zu sehr vertiefen, einfach nochmal für die vielleicht physikalischer Interessierten, dann die 5800 Kelvin, dann das halbe Mikrometer und für die entsprechend tiefe Temperatur. Jetzt ist hier sogar sehr großzügig 330, also ist nicht ganz die Erdtemperatur, aber qualitativ passt das etwa. 10 Mikrometer dann auch wieder so ungefähr, ja, wo das Maximum ist. Und es ist natürlich eine gewisse Verteilung, aber da ist das Maximum. Ja, und was hier nochmal qualitativ sichtbar ist, es gibt also kaum wirklich einen wesentlichen Überlapp. Sonne im Sichtbaren oder Erde im Infrarot, das sind halt eben relativ getrennt. Gut, stimmt nicht ganz. Durch die Sonne, dass sie sehr viel stärker abstrahlt, ist das, was hier unten so klein aussieht, schon nennenswert, dass da Infrarot auch von der Sonne kommt und auch noch ein bisschen einen Heizeffekt hat im Strahlungsgleichgewicht. Aber wie gesagt, ist qualitativ hauptsächlich Sichtbares, hatte ich glaube ich schon gesagt, vielleicht jetzt Wiederholung. Und Infrarotes von der Erde. Zusätzlich kommen beim Filtern halt eben noch Wolken mit dabei, die halt eben meteorologisch nochmal relevant sind. Das ist aber nicht mein Fachgebiet. Mein Fachgebiet sind molekulare Stoffe. Und jetzt gehen wir mal in Spektren, die ich selber erzeugt habe im Labor mit unserem Spektrometer. Wenn man in das Spektrometer einfach ausatmet, dann haben wir bei dem Ausatmen, ich habe ja schon gesagt, Sauerstoff und Stickstoff sind nicht IR-aktiv, überhaupt nicht. Es sind nur Stoffe, die kovalent gebunden, also Molekülbindungen haben und schwingen können und dabei ihr Dipolmoment ändern. Also eine Polarität eigentlich irgendwie, eine Veränderung der Polarität haben. Und CO2 mit diesen zwei, mit den zwei Dipolen, da sitzt ein Kohlenstoff in der Mitte und Sauerstoff auf beiden Seiten. Das ist eigentlich symmetrisch, das ist eigentlich dann gar kein Dipolmoment. Die heben sich eigentlich genau entgegengesetzt auf. Wenn ich aber jetzt dieses Kohlenstoff zur Seite schiebe bei einer Schwingung und dass sich auf das Sauerstoffatom dazu bewegt und von anderen weg, dann habe ich eine Schwingung, die das Dipolmoment tatsächlich merklich ändert. Und deswegen gibt es hier auch einen ziemlich
kräftiges Signal. Ich kann das auch rechnen, ja, dass es bei einer Wellenzahl von 2350 etwa auftritt. Das ist aber gar nicht so spannend, weil, ich hatte vorhin mal gesagt, die 1000 in Wellenzahl, das sind die 10 Mikrometer. Dementsprechend sind wir hier schon bei kleineren Wellen, nämlich nur 5 Mikrometer, und wir liegen hier jetzt zwischen 4 und 5 Mikrometer. Also nicht das Fenster, wo die Erde so relevant ist, sondern wir müssen uns eigentlich die zweite CO2-Schwingung angucken. Und das ist, wenn ich den Kohlenstoff nach unten ziehe und die Sauerstoffe sozusagen nach oben gehen oder einfach stehen bleiben, der Kohlenstoff nach unten zieht. Und dann, aber die gehen ein bisschen hoch, weil die Winkel ändern sich jetzt. Ja, eine Deformationsschwingung. Und das hier ist eine Valenzschwingung, wo die Bindungen auseinandergezogen werden. Dann ist das, braucht das weniger Energie für diese Anregung. Und deswegen liegt diese hier tatsächlich so ziemlich passend mit etwas oberhalb der 10 Mikrometer, ja, mit den 700 in Wellenzahl sind das ungefähr 15 Mikrometer. Das heißt, die überlappt aber mit dieser Verteilung von der Erde, ja, nahe dem Erdmaximum, genauso wie das Wassersignal. Wenn ich da den Bindungswinkel verändere, da ist halt der Sauerstoff in der Mitte und die Wasserstoffatome sind ja schon im Winkel angeordnet. Wenn ich diesen Winkel dann verändere, dann ändere ich auch das Dipolmoment, ja, wenn ich daran ziehe, und dann kriege ich das Signal. Und das ist ja hier irgendwo absorbiert oder strahlt unsere Erde ab. Das heißt, die beide nehmen, absorbieren dann Energie, was die Erde zurückstrahlt, wenn sie in der Atmosphäre sind. Die sind beide relevant. Also Wasser hatten wir schon gesagt, haben wir sehr viel in der Atmosphäre, macht einen Beitrag, und CO2 macht dementsprechend auch einen. Und zwar genau mit diesem Signal. Weniger mit dem hier, das ist kaum relevant. Und Wasser, das sieht man ja nicht so gut. Da kann ich auch auf den Bindungen ziehen. Ja, das ist auch nicht so relevant für Klimaeffekte. Ja, dieser Bereich hier, der ist es eigentlich, wenn Moleküle da auffällig werden. Und das kann ich, wie gesagt, ganz einfach messen. Das ist ein Messgerät für 15.000 Euro. Gut, ist nicht ganz billig, aber ist jetzt nicht so unerschwinglich, dass man da nicht auch relativ leicht in Hochschulen und Universitäten mit Messungen machen könnte. Also Teil 2 auch erledigt. Ja, also Kohlendioxid muss die Temperatur ändern, weil es eine Schwingung hat, die in dem Bereich mit einer Dipolmomentänderung einhergeht, die in dem Fenster liegt, wo die Erde abstrahlt. Ja, da führt physikalisch kein Weg dran vorbei. Das könnte man vielleicht sogar Herrn Trump auch erklären, aber ich befürchte sogar, dass er das verstehen würde. Der will das nur nicht verstehen. Und jetzt ist die Frage, macht das nur CO2? Die haben wir eigentlich schon fast mitbeantwortet. Bei Wasser macht das auch. Und jetzt gibt es wahrscheinlich Moleküle, die da in dem Fenster auch noch liegen, und so ist es. Ja, das heißt also, das ist politisch sehr stark auf CO2 reduziert, um es auch ein bisschen durchsetzen zu können. Deswegen halte ich mich da auch eher zurück als Wissenschaftler, das noch komplizierter zu machen. Ist ja so schon nicht ganz einfach. Aber es sind halt mehr Klimagase als nur CO2, weil wir müssen jetzt einfach mit dem IR-Spektrometer eigentlich nur reingucken und sagen, ich gebe das Gas da rein, wo gibt es auch Resonanzen im Bereich. Und hier ist jetzt gleich die Wellenlänge angegeben von 10 Mikrometern. Und da sehen wir, dass eigentlich ist das nicht Sauerstoff, sondern eigentlich im Wesentlichen Ozon, was da eine Rolle spielen kann. Da haben wir auch ein bisschen was wir erzeugen. Das ist aber eher in der oberen Atmosphäre sogar gewollt. Kohlendioxid und Wasser hatten wir schon gesehen. Methan ist in diesem Fenster mit dabei. Die Stickstoffmonoxid ist mit dabei. Und die reine Streuung, die kommt eigentlich erst für Lichtwellenlängen in Betracht. Also die halbe Mikrometer, die haben wir ja noch hier. Hier haben wir den sichtbaren Bereich. Ja, da sind die Moleküle in der Regel nicht beteiligt. Das ist vielleicht auch noch wichtig. Das wissen wir ja eigentlich. Wasser und Kohlendioxid sind farblos. Ozon ist farblos. Methan ist farblos. Die Stickstoffmonoxid ist farblos. Das heißt, sie halten nichts von der Sonne zurück. Aber das, was von der Erde kommt, wird anteilig zurückgehalten. Das ist das, was hier dann praktisch drin steckt. Und das heißt also, die Wärmemenge in der Atmosphäre steigt. Und wenn die steigt, dann ist nach unseren thermodynamischen Grundsätzen zwangsläufig die Temperatur höher, die im Mittel vorhanden ist. Ja, die Frage ist, wie sie sich verteilt. Das ist wieder ein meteorologisches Thema. Das wird in der Regel nicht gleichmäßig passieren. Das heißt, es wird Bereiche geben, die sind gar nicht so stark betroffen auf der Erde. Die kratzt das gar nicht so sehr. Dafür gibt es andere, die entsprechende Wetterextreme kriegen. Zum Beispiel die Karibik, wo sich halt entsprechende Wirbelstürme bilden, da machen 1, 2, 3 Kelvin verdammt viel aus. Ja, das sind dann vielleicht 2, 3, 4 mehr Wirbelstürme im Jahr, die halt immer gleich auch leicht mal ein paar hundert Menschenleben kosten können. Da wird es dann sehr relevant.
Ja, die mittlere Temperatur ist dann wieder eine Verteilung über die Erde. So, andere Gase, vielleicht ein paar erwähnt. Und weil die Frage kam diesmal, würde ich jetzt aufgrund dieses Themas, was ja eher so erläuternd ist, keine Pause mit einbauen. Auch mit der Aufzeichnung ist das für mich einfacher. Gehen wir jetzt gleich weiter. Jetzt haben wir hier andere Gase, zum Beispiel am Methan. Da habe ich jetzt gar nicht ein eigenes Spektrum, weil das müsste ich im Labor, also brennbar, explosiv, mir eine Gaskühlwette dann da irgendwo aneignen. Habe ich jetzt gerade nicht da, deswegen gehe ich hier mal einfach in eine Datenbank. Es gibt vom National Institute of Standards and Technology, schönen Gruß an Herrn Trump, die sitzen übrigens in den USA, nicht weit weg von seinem Weißen Haus, im Bethesda. Gibt es eine Datenbank, darüber können wir glücklicherweise kostenlos reingreifen. Da hat er sich noch nicht ausgetobt. Und da sehen wir, dass halt eben Methan dieses IR-Spektrum hat. Und hier sehen wir schon wieder die 1000. Das heißt, hier sind unsere 10 Mikrometer und direkt daneben ist ein sehr kräftiges Methansignal. Und das ist dann so stark an der Stelle vertreten. Das CO2-Signal war ja das kleinere, was man da gesehen hat. Das ist unterm Strich ungefähr ein Faktor 25 intensiveren Klimafaktor hat als CO2. Das heißt, ein Mol Methan wirkt so wie 25 Mol Kohlendioxid. Das heißt, dass kleine Mengen von Methan doch auch schon nennenswerten Beitrag an diesem Klimaeffekt haben können. Noch wilder wird das bei anderen Gasen, sogenanntes Lachgas oder Distickstoffmonoxid, hat sogar einen Faktor 300, wenn wir uns das anschauen. Ich habe jetzt nicht alle Spektren hier. Für die, die aus der Biotechnologie kommen, im sechsten Semester gucken wir uns weitere Spektren an. Oder ein Stoff, der mir jetzt auch noch gar nicht so auf dem Schirm war, den ich jetzt beim Umweltbundesamt gefunden habe, Stickstofftrifluorid in der Halbleiterindustrie als Ersatz für fluorierte Kohlenwasserstoffe eingesetzt, hat tatsächlich den Faktor 17.200. Ja, das heißt also 17.200 Mol Kohlendioxid, da muss ich jetzt glatt mal kurz rechnen. Das heißt, ein Mol von diesem NF3, das ist 3 mal 19 plus 14 sind 71 Gramm und die würden wirken wie 17.200 mal 44, würden wirken wie 757 Kilogramm CO2. Das ist schon heftig. Also da muss man selbst bei einigen Spurengasen dann genau hinschauen, wie viel wird davon emittiert, wenn das da als Lösemittel einfach in die Klimaanlage geht und dann in die Atmosphäre umgesetzt wird, wie früher halt auch viele Lackierereien mit fluorierten Kohlenwasserstoffen einfach die Lösemittel in die Atmosphäre gegeben haben, haben wir halt da ein Problem. Ich werde gleich sagen, warum das sogar ein sehr großes Problem ist. Ja, stimmt, das Lachgas habe ich noch mit drin. Ja, da haben wir auch eine Punktlandung mit einem Signal in dem Bereich, auch andere, die nicht so relevant sind. Das ist schon ein bisschen komplexeres Spektrum für so ein kleines Molekül. Aber uns interessiert, wie gesagt, nur das eine Fenster. Und dementsprechend kann man sozusagen die Effekte dieser verschiedenen Gase eigentlich aufaddieren. Das machen Klimaforscher, die jetzt physikalisch etwas bewanderter sind. Das ist in der Politik, ja, sage ich mal, immer noch ein bisschen versteckt, weil, wie gesagt, das ist, wenn man so Stimmung hat, die einfach die Dinge negieren wollen, dann ist es natürlich leichter, das zu tun, ein komplexes Thema zu negieren als ein einfaches. Und deswegen wird eigentlich nach wie vor Kohlendioxid erstmal erklärt. Deswegen war das auch mein Teil 1. Aber genau genommen ist die Story da nicht zu Ende. Da müssen wir andere Gase mit reingucken. Und Methan zum Beispiel wird von Reisfeldern, weil da Bakterien halt drin sind, wird freigesetzt, wird von Kühen sehr stark freigesetzt, von Wiederkäuern allgemein wird Methan freigesetzt, ja, in großen Mengen, die wir ja auch als Menschen halten. Lachgas ist jetzt nicht von einer, wird wenig noch im zum Betäuben eingesetzt, das ist dann nicht die große Menge, aber Dünger, Nitratdünger, die werden halt eben mit Bakterien in N2O auch umgewandelt und wenn der einfach nur auf die Erde aufgebracht wird, die Gülle oben drauf gesprüht wird, dann kann diese Umsetzung relativ leicht passieren. Und dann wird halt eben das die Stickstoffmonoxid freigesetzt, ja, mit Faktor 300. Also das sind auch Bereiche, wo sehr große Mengen teilweise freigegeben werden. Noch ist aber, und das ist ein Bild vom Umweltbundesamt, und da hätte ich auch noch den Tipp, da gibt es nämlich ein schönes Video auch nochmal zu diesen Effekten, was ich jetzt hier einfach nur da erwähnen möchte. Dann sieht man der gelbe Balken, das ist der Effekt vom Kohlendioxid. Ja, das ist immer noch der mit Abstand größte, der hat den größten Beitrag zum Klimaeffekt. Insofern ist die politische Diskussion auch wichtig. Aber tatsächlich sitzt da oben drüber
immer noch ein zusätzlicher Balken, der halt von anderen Stoffen kommt, die ich eben erwähnt habe. Ja, alles, was infrarotaktiv ist in diesem 10-Mikrometer-Fenster, kommt da oben drauf und was industriell benutzt wird oder agrartechnisch vor allem auch, ja, wie Methan und die Stickstoffmonoxid halt eben entwickelt wird oder halt eben dann in Kühllösemitteln oder auch in Treibgasen, ja, in Spraydosen waren eigentlich sehr stark auch solche Verbindungen, die Fluor enthalten und deswegen halt auch relativ, Fluor ist das elektronegativste Element, ist aber ganz grundlegende Chemie, ja, mit einer Elektronegativität von 4, Kohlenstoff hat nur eine von 2,5, das ist eine große Differenz, das heißt wieder großes Dipolmoment. Großes Dipolmoment heißt, dass man physikalisch damit einen großen Kühleffekt erzeugen kann und dass es auch gut als Lösemittel geeignet ist, deswegen technischer Einsatz, aber es heißt auch sehr gute Infrarotaktivität. Und wenn es dann im 10-Mikrometer-Fenster ist, das ist da leider mit der CF-Bindung durchaus der Fall. Das macht auch Teflon in dem Fenster. Kunststoff haben wir jetzt nicht in der Atmosphäre, aber diese Verbindung und die, sei es aus Kühl-, Treib- oder Löschmitteln, kommen da rein. Oder SF6, relativ exotisch. Schwefelhexafluorid war lange in Schallschutzscheiben, im Flugzeugreifen. Und wenn man das ablässt, dann ist es halt auch in der Atmosphäre. Und hier haben wir auch noch das NF3. Das sind aber eigentlich sehr kleine Beiträge augenblicklich, die allerdings trotzdem mitgerechnet werden, damit wir den vollen menschlichen Effekt auch sehen. Also, dritte Antwort, nein, es ist nicht nur CO2, es gibt weitere Klimagase. Vielleicht müsste man die Antwort aber jetzt noch ergänzen und sagen, es ist aber schon im Wesentlichen CO2, was unser Problem ausmacht. Also der Fokus auf das Kohlendioxid ist schon richtig. Die anderen sollte man nur bitte nicht übersehen. Und da auch aufpassen, dass man nicht noch das, was man mit CO2 vielleicht abgebaut gewinnt, dann durch andere Stoffe dann wieder reduziert. So, dann kommt die nächste Frage, ändern wir Menschen dann merklich die globale Temperatur? Weil wir hatten ja vorhin gesagt, von 300 auf 410 ppm ist das jetzt wirklich irgendwas Relevantes. Das ist dann doch ja hauptsächlich CO2. Und da gibt es eigentlich eine, jetzt wird es eher etwas, dann könnte ich was zügiger werden, wenn wir jetzt einfach mal das als Grafiken auftragen, wie die sich die Kohlendioxidkonzentration entwickelt hat. Das ist die ppm-Skala hier an der Seite. Ja, da fangen wir an. Wie gesagt, vom vorindustriell eigentlich so 260 heißt es immer, jetzt sind es hier 290. Da ist immer die Frage, wann hat eigentlich Industrie angefangen? Da gab es halt eben so Beginn der Thermodynamik, könnte man sagen, da hat man Dampfmaschine und sowas sich überlegt. Dann ging es dann schon kontinuierlich hoch und dann gab es sowas wie industrielle Einflüsse, vor allem dann auch nach dem mit Ersten, Zweiten Weltkrieg dann eigentlich auch sehr stark Anstieg der Weltbevölkerung, parallel ja Konflikte entsprechende und dann stärkere Kohlendioxidanstieg. Und wenn man parallel dazu guckt, was die globale Temperatur im Mittel gemacht hat, das kann man ja auch messen, an verschiedenen Stationen auf der Welt, relativ einfach sogar, dann sieht man, wenn man das zusammenträgt, dass die globale Temperatur eigentlich praktisch komplett korreliert ist. Ja, das heißt also, die Krümmung, die das CO2 hier vorgibt, das ist eigentlich genau die Krümmung, die die Temperaturskala da auch hat. Und das geht jetzt bis 2017, das Diagramm. Da sehen wir, dass wir ein Kelvin, gutes Kelvin oben drauf gelegt haben. Gegenüber dem Nullpunkt, der jetzt hier an der Stelle für die Temperatur irgendwo angesetzt ist. Ja, wo es noch so, ja, so ziemlich konstanter eigentlich ist, wo dieser Einfluss offensichtlich, dieser kleine Einfluss noch nicht so merklich war oder kompensiert wurde durch andere Effekte. Sehen wir jetzt eigentlich, dass dieses menschliche Tun da offensichtlich sich direkt auswirkt. CO2 ruft also den Klimaeffekt hervor. Das ist eigentlich hiermit relativ klar zu sehen. Ich habe gleich auch noch mal eine andere. Und wenn man es ein bisschen physikalisch zerlegt, jetzt wird es wieder so nicht unbedingt politisch, sondern tatsächlich auch für Studierende dann nochmal aufgedröselt, dann haben wir jetzt gesagt, wir haben eigentlich, nennt man dann Strahlungsantrieb, also hier ist sozusagen die Nulllinie. Was kommt dazu? Oder wo gibt es auch Effekte, die einen negativen Effekt auf die Strahlungsbilanz haben? Muss man ja auch gucken. Und das sind dann zum Beispiel Wolken, aber auch Staub in der Atmosphäre. Ja, durch Industrie wird ja auch Staub erzeugt. Stäube reduzieren auch wieder diesen Klimaeffekt. Nur nicht so viel, wie wir
mit den Gasen halt dazu tun. Ja, das kann man ja schon mal sehen. In Summe ist das halt eine Zunahme, die über die Jahrzehnte jetzt stark gestiegen ist. Da ist noch eine hohe Unsicherheit dabei, aber mittlerweile sieht man diesen Trend ganz klar. Also das haben wir halt geschafft. Wir haben das Experiment so intensiv betrieben, dass man mittlerweile auch signifikant sagen kann, das sind wir Menschen. Ja, lange Zeit war das ein Trend, den man erkennen konnte, aber man konnte es wissenschaftlich nicht 100% zuordnen. Mittlerweile, auch dadurch, dass sich viele Gruppen damit beschäftigen, ist dieser Trend ganz klar belegt. Ja, da gibt es vielleicht dann immer noch so ein paar, die meinen, sie müssten was anderes publizieren, aber Wissenschaft funktioniert halt eben auch demokratisch. Und das heißt, es darf jeder eine Meinung da verkünden und Ergebnisse vorliegen. Nur die Summe aller Meinungen, die ist irgendwo bei 95% so, dass dieser Trend eindeutig ist und dass man den sogar zerlegen kann. Ja, und das ist das Bild hier. Das heißt also zerlegen in einen Effekt, der sehr stark vom CO2 kommt, wo auch der Effekt mittlerweile viel größer ist als der Unsicherheitsbalken. Es kommen Dinge hinzu, ja, von die Stickstoffmonoxid, von Methan dann hier, ja, dann andere Stoffe, ja, die fluorierten Kohlenwasserstoffe, die Stickstoffmonoxid, alle zusammen haben einen positiven Effekt. Da gibt es noch ein paar andere, Kohlenmonoxid aus Verbrennung, irgendwelche organischen Kohlenwasserstoffe noch oder Stickoxide, das ist sogar unterschiedlich, weil die teilweise dann wieder Wolkenbildung machen, glaube ich, dass es auch ins Negative gehen kann. Das ist also eher neutral. Und dann gibt es Stäube und Aerosole, die teilweise auch filtern, aber IR-filtern und durchlässig sind, aber tendenziell eher IR-Strahlung abhalten und nicht IR, sichtbare Strahlung abhalten von der Sonne und deswegen halt so einen negativen Effekt haben. Genauso wie Wolken, also von Aerosolen verursachte Wolken. Zusätzliche Wolken, die halt eben auch einen negativen Effekt haben. Das sind jetzt alles Beiträge von uns Menschen. Aber wie gesagt, die Summe ist eindeutig im Plus. Und es gibt dann immer so Kandidaten, die meinen, ja, jetzt müssten wir irgendwas in die Atmosphäre noch reinpumpen, dass wir mehr Wolken erzeugen. Also schicken wir doch da mal so ein paar Nitrate oder Sulfate da hoch und gleichen das aus. Ich halte das für sehr gefährlich, weil die Atmosphärenchemie, da haben wir schon so viel angestellt. Wir haben die Ozonschicht, haben wir reduziert. Das Ozonloch ist fast im Hintergrund aktuell das Thema. Wir greifen da in die Chemie auch der Atmosphäre ein und das sind dann wieder andere Strahlungsgleichgewichte. Das Ozon zum Beispiel schützt uns vor UV-Strahlung, die auch von der Sonne kommt und die ist halt so stark, dass sie auch unsere DNA verändert und insofern bin ich sehr froh, dass in der oberen Atmosphäre auch Ozon gebildet wird und durch Fluorverbindungen, die dahin diffundieren, wird es eigentlich kaputt gemacht, aber glücklicherweise hat man da schon in den 90er Jahren beschlossen, diese Verbindung nicht mehr zu benutzen. Und da merkt man auch mittlerweile, dass da ein Effekt da ist. Also insofern bin ich auch ein bisschen zuversichtlich, dass die Wissenschaft es auch hier wieder erreicht, irgendwann sich mal durchzusetzen und hoffentlich auch nochmal die Kurve kriegt. Aber ehrlich gesagt, hier sind wir deutlich über dem Punkt drüber, gegenüber dem Ozonloch. Das war punktueller. Es war klarer zu beleuchten und es hat auch nicht so viele Leute betroffen. Ja, das hat nämlich vor allem die Industrie betroffen und die hat das tatsächlich sehr gut umgesetzt. Und hier betrifft es uns halt alle, weil wir alle durch unseren Konsum CO2 produzieren. Dadurch, dass wir was essen, brauchen wir halt eben dann Nahrungsmittel und entsprechend ist die Frage, welche wir dann nehmen, was denn da an CO2, Methan oder die Stickstoffmonoxid erzeugt wird, wie intensiv so eine Landwirtschaft sein muss, wie viele Menschen wir überhaupt auf der Erde sein dürfen. Ja? Das sind dann Fragen, die gehen auch durchaus in die Ethik. Da will ich auch keine Antwort drauf geben. Aber es macht ein Problem. Ja, weil es hat natürlich was mit Bevölkerungswachstum zu tun. Und damit gestiegener industrieller Produktion. Da gibt es nicht so den schwarzen Peter, den wir uns zuschieben können, sondern eigentlich eine Erkenntnis, dass wir einfach feststellen müssen, wir sind jetzt so erfolgreich als biologisches System, dass wir anfangen, das geologische System zu verändern. Und da muss man sich Gedanken darüber machen, ob man das weitertreiben will, dieses geologische Experiment, oder ob man da nicht irgendwann mal einen Schnitt reinziehen will. Gucke ich mal in den Chat noch. Wie gesagt, wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie am besten einfach in den Chat. Dann kann ich hier auch einfach mal reingeben. Aber heute ist so ein bisschen, sagen wir mal, bin ich vielleicht auch so ein klein wenig missionarisch unterwegs, so leicht unwissenschaftlich, aber wir können im Anschluss auf alle Fälle noch diskutieren. Ich versuche mal, vielleicht hier auch jetzt weiter voranzukommen und dann vielleicht gegen Ende die Aufzeichnung zu stoppen und dann noch ein bisschen Diskussion anzuschließen. Und in jedem Fall gebe ich auch den Foliensatz dann frei. Gut. Also,
schauen wir weiter. CO2 und Temperatur, während es Menschenartige gab. Dazu gibt es mittlerweile auch viele Analysen. Und man sieht, dass eigentlich, ich hatte vorher einen relativ kurzen industriellen Zeitraum. Wenn ich jetzt den Zeitraum angucke, wo praktisch wir als Menschenartige auf die Erde gekommen sind, also so Neandertaler oder einfach in Jahren, 400.000 Jahre zurück, dann kann man blau die Kohlendioxidgehalt der Atmosphäre, die ich ja vorhin schon mal gezeigt habe, die so Sägezähne irgendwie so darstellen, ja, ziemlich starke Anstiege, dann wieder Abfall, aber immer so in dem Fenster zwischen 170, 180 und 300 ppm, dann ist das ziemlich gut korreliert, auch mit der Temperatur, die in Rot hier noch mit dargestellt ist. Also es gab dann Eiszeiten, wo es durchaus die mittlere Temperatur deutlich nach unten gegangen ist, um 8 bis 9 Kelvin unter unsere mittleren Temperaturen und auch wirklich große Bereiche zugefroren sind und teilweise auch ein bisschen nach oben gegangen sind, was die heutigen Leugner und Gegner ja durchaus diskutieren und sagen, ja, so Schwankungen 1, 2 Kelvin haben wir schon immer gesehen. Das stimmt. Also sie sind aber ganz stark korreliert mit dem CO2-Gehalt, der dann immer nur bis unter 300 ppm ging. Und dadurch, dass wir jetzt drüber gehen, haben wir eine Schwankung, die noch einen systematischen Effekt obendrauf bekommt. Ja, da haben wir also nochmal Homo sapiens und unsere Verbreiterung in Europa, Asien. Das heißt also, wir haben das eigentlich auch schon mitgemacht. Wir haben auch schon so Eiszeiten mitgemacht als Menschen. Wir kennen eigentlich eher genau genommen biologisch die kühlen Phasen. Wir haben eigentlich so Heißphasen, die jetzt auf uns zukommen, in diesen 400.000 Jahren nicht erlebt. Das heißt also, auch wir werden uns biologisch umstellen müssen und werden neu selektiert. Frage ist ein bisschen, wenn dann man das ernsthaft wissenschaftlich ansieht, wer ist jetzt eigentlich, wer treibt jetzt eigentlich wen? Ist CO2 und Temperatur sind stark korreliert, aber ist jetzt erst CO2 da und dadurch ändert sich die Temperatur oder wird durch eine geänderte Temperatur der CO2-Gehalt auch verändert? Das muss man natürlich wissenschaftlich auch noch ein Stück weit hinterfragen. Und naja, da oben die kleiner 300 ppm, die sind jetzt erst erschienen. Ja, immer wichtig, wir sind hier deutlich unter dem Niveau, was wir aktuell haben. Gute 100 ppm mittlerweile drunter. Ich habe mal irgendwann im Studium gelernt, 350 ppm gibt es in der Atmosphäre an CO2. Da hat noch keiner diese Klimawandeldiskussion gehabt und gesagt, das ist ja eigentlich schon 100 höher, als wir im Mittel geologisch hatten. Da hat man das noch so mehr oder minder natürlich hingenommen, aber auch dazu komme ich später nochmal. Und wenn man jetzt diese Statistik und Korrelation vergleicht, dazu gibt es mittlerweile sehr viele geologische Arbeiten, dann kann man diesen sogenannten Hockeyschläger, ja, Hockeystick-Shaped Global Temperature Records, den hat man untersucht und der Hockeyschläger, der schlägt halt jetzt gerade, hier ist ja nur bis 2000 das skaliert, ja, weil das ja sehr grob ist, sind alles 200 Jahre, das kann man nicht so ganz so gut lesen, also man hat jetzt hier mal 2000 Jahre angeguckt. Und man sieht, dass in den letzten paar Jahrzehnten die Temperatur ganz deutlich hochgegangen ist. Das war vorher eher in so eine, naja, Mini-Eiszeit, nicht wirklich, ja, so eine Kühlphase reingekommen sind. Und diese Kühlphase haben wir offensichtlich selber verändert. Ich spreche mal wissenschaftlich, die hat sich erstmal deutlich verändert in den letzten Jahrzehnten. Und jetzt hat man gegengerechnet und das korreliert mit Aktivitäten von Vulkanen, weil auch die durch Staubentwicklung können die halt eben hier was verändern. Die können Gase in die Atmosphäre geben. Also es gibt schon sehr große klimatische Effekte, auch durch Vulkanausbrüche und Ähnliches. Und das haben Geologen nachgerechnet und gesagt, als Ergebnis gefunden, das ist hier nicht das, was treibend ist. Das können wir alles korrelieren. Damit gibt es eigentlich gar keinen Temperatureffekt, wenn wir das alles rechnen. Da gibt es mehrere Gruppen, die das gemacht haben und alle sind sich im Mittel eigentlich einig. Die globale Temperatur hätte eigentlich konstant sein müssen, außer wir rechnen die Menschen mit ein. Ja, und das ist eigentlich das Ergebnis von diesen Arbeiten. Ja, da sind verschiedene Datensätze, die sogar die Schwankungen relativ gut alle abbilden können. Ja, und bis 1950 eigentlich sagen, da ist nichts. Ja, das ist alles klar erklärbar. Und erst danach wird es nur dann erklärbar, wenn wir den menschlichen Effekt als solchen auch mit reinrechnen. Die geologischen Effekte geben keinen Grund für diesen Temperaturanstieg. Also das heißt, natürlich kommt das auch hinzu, auch die Sonne hat Schwankungen in ihrer Aktivität. Ja, Sonnenflecken und Ähnliches, die unterschiedliche Strahlungen dann auch
zulassen. Auch diese wurden mit eingerechnet. Also da muss ich jetzt vertrauen auf andere. Das kann ich nur bedingt nachvollziehen. Aber das ist halt sehr hochwertig alles publiziert und es sind sehr internationale Gruppen, die das gemacht haben. Also es sind nicht einzelne Wissenschaftler, sondern große Konsortien, die das hier als Ergebnis haben. Wir können das alles nur erklären, was in den letzten Jahrzehnten gelaufen ist, über den menschlichen Effekt. So, jetzt kommt wieder, genau. Das heißt also, die nächste Antwort ist dann damit auch gesetzt. Das sind jetzt Wissenschaftler außerhalb der physikalischen Chemie, die physikochemische Methoden dann auch benutzen. Ja, die menschliche Aktivität ändert die globale Temperatur. Wir haben jetzt mit Computern auch Möglichkeiten, sehr große Datensätze sehr gut auszuwerten statistisch. Das ist gesichert. Das würde ich jetzt als Wissenschaftler so meinen Kolleginnen und Kollegen auch zutrauen, dass das so ist. So habe ich es selber auch nachgelesen. Das ist für mich klar. Und jetzt kommen wir so ein bisschen, kommen wir zu den Punkten 5. Was würde eine erhöhte Temperatur bedeuten? Und es gibt so ein bisschen auch nochmal ein bisschen stärker physikalische Chemie. Zurück zu unserer Vorlesung. Weil die Temperatur ist für uns ja eine der ganz wichtigen Zustandsvariablen. Und da können wir den Herrn Boltzmann nochmal herholen, den guten alten Österreicher, ja, nicht alter Schwede, der macht Nobelpreise, sondern der alte Österreicher aus vor allem Wien, hat sich mit Verteilung beschäftigt und hat halt seine Boltzmann-Statistik, die irgendwelche E-Funktionen miteinander darstellt, gerechnet. Und deswegen ist das auch wissenschaftlich jetzt alles gar nicht so ganz trivial. Was macht eigentlich Temperatur? Temperatur ist für uns eine sehr bekannte Größe, für die, die jetzt außerhalb dieser Veranstaltung kommen, etwas, was wir jeden Tag erfahren, aber deren Auswirkungen sind gar nicht so richtig gut aus dem Bauch heraus zu beurteilen. Ja? Also, dass ich vielleicht Gasteilchen schneller bewegen, das ist immer noch das Einfachste, dass mehr Temperatur heißt, dass die Teile, die wir vor unserem Auge haben, die wir eigentlich gar nicht sehen, höhere Geschwindigkeiten im Mittel bekommen. Ja, mehr, das ist wieder Energieerhaltung. Ja, Wärme ist eine Form von Energie. Je mehr Energie im Raum ist, desto schneller bewegen sich Gase, desto stärker schwingen Festkörper oder Moleküle oder irgendwas anderes. Irgendwo muss die Energie bleiben. Und diese Effekte nehmen, das ist ein Ergebnis der Boltzmann-Statistik, die nehmen mit Temperaturänderungen in der Regel exponentiell zu. Und das macht es so schwierig. Ja, wir können sehr gut linear extrapolieren und sagen, okay, wenn ich doppelt so viel davon habe, dann wird es doppelt so viel. Über doppelt so viel Temperatur möchte ich gar nicht nachdenken. Vielleicht auf der, und nicht mal auf der Celsius-Skala, weil diese Effekte doch mit exponentiellen Wirkungen halt sehr stark verstärkt werden. Ja, und das ist eine allgemeingültige Statistik, die gilt für alle Teilchensysteme, also praktisch alles, was die Chemie beurteilt, also alles, was aus Molekülen, Festkörpern, Gasen auf der Erde rumkreucht und fleucht, verhält sich danach und ist halt für Nichtfachleute deswegen auch relativ schwer. Selbst für Fachleute ist da eigentlich wirklich zu rechnen schon auch relativ aufwendig. Wir haben einige einfache Formeln kennengelernt oder lernen sie noch kennen, die das aufnehmen. Ja, mehr Energie, mehr Wärme führt zum Beispiel zu Verschiebung von Phasengleichgewichten. Das ist vielleicht noch das Einfachste. Eis braucht Wärme, um zu schmelzen. Genauso kann ich Wasser in die Gasphase überführen. Das ist dann schon wieder weniger bekannt. Wenn ich mehr Temperatur reinbringe, dann steigt die Luftfeuchtigkeit. Ja, oder besser gesagt eigentlich der Gehalt an Wasser in der Luft. Und dementsprechend hat die Temperatur hier auch Rückkopplungseffekte. Das heißt, Eisflächen, das haben wir jetzt ja dieses Jahr wieder gehört, sehr stark in der Arktis. Und das Problem, was dabei ist, Eis reflektiert sehr viel Strahlung und diesen Strahlungsgleichgewichten für das sichtbare Licht von der Sonne ist halt eben, das sind die Eisflächen mit eingerechnet. Wenn die weniger werden, dann heißt das, dass dieses Sonnenlicht auf den Boden darunter trifft und der ist dunkel, der nimmt das auf und wandelt es wieder in Infrarot um. Das heißt also, es wird mehr Wärme in dem Globus geparkt. Also die Temperatur steigt, hat leider auch Effekte, die dann chaotisch werden können. Das heißt also, die irgendwie nicht linear sich gegenseitig verstärken. Auch das zunehmende Wassergehalt der Atmosphäre heißt, dass wir mehr Infrarotlicht absorbieren. Das heißt auch, dass ein paar mehr Wolken sich bilden. Ja, also es kann sich auch ein Stück weit kompensieren, aber leider ist das im Wesentlichen so, dass sich das sogar selbst verstärkt. Deswegen sind diese paar Grad relativ problematisch.
Ja, und es werden auch alle möglichen Verteilungsgleichgewichte verändert. Gase werden zum Beispiel aus dem Meer emittiert und damit heißt es auch, weil das weiß jeder, der eine Mineralwasserflasche im Auto vielleicht mal hat liegen lassen, das warm geworden ist, da ist man vorsichtig, die aufzumachen. Oder man ist komplett feucht, ja. Und das passiert im Meer auch. Das heißt, die Aufnahmefähigkeit für CO2 im Meer sinkt, wenn die mittlere Temperatur der Erde steigt. Auch ein Problem, auch noch so eine Rückkopplung. Die Temperatur steigt, es wird weniger CO2 im Meer geparkt, also geht noch mehr in die Atmosphäre und die Temperatur steigt weiter. Und so haben wir so einen ganz üblen Kreislauf, die auch leider schwer zu rechnen sind, aber die qualitativ auf alle Fälle ein Problem sind, mit dem wir unbedingt zu tun haben. Und nebenbei auch alle Reaktionsgleichgewichte verschieben sich, weil je nachdem, jetzt für die Experten hier, exotherme oder endotherme Reaktion, heißt, dass das Gleichgewichte halt eben entsprechend durch Temperaturänderungen entweder auf Produkt- oder Eduktseite verschoben werden. Und die Temperatur ist in jedem Gleichgewicht relevant, außer die Reaktion hat nahezu wie das Lösen von Salz in Wasser keine Reaktionsenthalpie. Dann ist die Gleichgewichtslage, dann ist der die Temperatur relativ egal. Aber alles andere verschiebt sich. Also die ganze Chemie wird eigentlich auf der Erde verschoben. Und das ist wiederum ist vor allem für die Lebewesen problematisch, die nicht mobil sind, also vor allem Pflanzen. Ja, die sich an Gleichgewichte über Jahrhunderte, eigentlich teilweise Jahrmillionen gewöhnt haben. Und dem bringen wir jetzt sozusagen die ganze physikalische Chemie um sie herum durcheinander. Und auch alle Reaktionsgeschwindigkeiten, weil da gibt es eine einfache Regel, Reaktionen werden schneller, wenn mehr Temperatur da ist. Das heißt, alle Reaktionen auf dieser Welt werden gerade beschleunigt. Und wenn es dann dieses Kelvin ist, auch wieder exponentiell. Und das geht genauso in die Biologie rein, sogar noch mehr, weil dynamische Gleichgewichte werden damit auch durcheinander gebracht. Ja, dass halt eben, wenn auch Hin- und Rückreaktionen beschleunigt werden, ja, und werden die Gleichgewichtslagen damit ein Stück weit verschoben, aber die Reaktionen laufen insgesamt schneller ab. Und damit, so wie es halt eben biologisch nicht bekannt ist, irgendwo aus diesem Fenster laufen wir nach und nach raus. Ja, das heißt, viele Primäreffekte physikochemisch, die man leicht erklären kann, aber was ganz schwer abzuschätzen ist, was sind eigentlich die Gesamtfolgeeffekte? Da kann ich nur sagen, das wissen wir nicht, das wage ich auch als Physikochemiker gar nicht zu beantworten. Ich kann nur eins sagen, das ist das größte globale Experiment, was die Menschheit je gemacht hat. Und die Statistik dafür ist n gleich 1. Ja, das Experiment, das machen wir einmal. Das werden wir nicht wiederholen können. Und dementsprechend werden wir das auch nicht statistisch sozusagen auswerten können, sondern wir werden das entweder erleben oder wir werden dieses Experiment irgendwann mal zumindest reduzieren in seinen Auswirkungen. Dann nochmal die Dampfdruckkurve, die haben wir jetzt gerade in der Vorlesung gehabt, diese Woche. Ja, diese Gleichung hatte ich angeschrieben, das Diagramm ist da, das heißt Wasser geht halt zunehmend in die Gasphase und zwar exponentiell, wenn ich die Temperatur erhöhe. Jetzt sind hier relativ große Fenster angegeben, aber es ist halt bis da unten hin exponentiell. Da müsste man das Diagramm ein bisschen weiter auseinanderziehen. Da wäre der gleiche Effekt, die Kurve würde genauso steil aussehen. Ja, und das heißt, wenige Kelvin machen hier schon was aus, wie groß der Wasseranteil in der Atmosphäre ist. Das sehen wir jeden Morgen augenblicklich, wenn es nämlich runterkühlt nachts. Dann ist zu viel Wasser in der Atmosphäre, es bildet sich Nebel. Ja, das kann sogar, wie gesagt, dann mit Wolkenbildung wieder einen rückwärtigen Effekt haben, dass Temperatur gesenkt wird. Aber erstmal geht mehr Wasser in die Atmosphäre und wir haben gesagt, wir können den Wassergehalt gar nicht ändern. Das stimmt nicht. Über den Temperatureffekt haben wir jetzt auch einen Hebel auf dem Wassergehalt in der Atmosphäre. Und dementsprechend stimmen dann die plus 15 Grad fürs Wasser auch nicht mehr ganz. Die gehen dann auch hoch. Und was auch hochgeht, weil das nicht gleichmäßig über die Erde verteilt ist, die Temperaturänderung, heißt, dass es an bestimmten Stellen sehr, sehr viel mehr Wasser in die Atmosphäre geht. Und das wird dann vor allem auch da sein, wo die Sonne stark strahlt, am Äquator. Und dann werden solche Themen wie Hurricanes oder andere Wirbelstürme, die werden mit Sicherheit zunehmen müssen, zwangsläufig, weil ja, das ist Triebkraft eigentlich der Entropie, die da reinkommt. Und irgendwo muss die Energie auch hin. Das heißt also, wir haben es dann unterm Strich eigentlich mit sehr komplexen Gleichgewichten zu tun. Also wir haben Strahlung von der Sonne. Davon wird, das hatte ich am Anfang so ein bisschen weggelassen, wird einiges reflektiert. Das hängt vor allem davon ab, wie viel Wasser habe ich auf der Erdoberfläche. Das ist relativ konstant. Aber wie viel Eis, weil das reflektiert eigentlich noch besser. Und
Diese werden deswegen verändert. Dann gibt es eine Infrarotstrahlung, die auch von der Sonne kommt. Die wird teilweise auch durch die Gase abgedämpft. Aber der wesentlichere Teil ist die größere Menge, die die Erde abstrahlt und was da zurückgehalten wird. Damit beschäftigen wir uns. Jetzt haben wir gesehen, dass es kann durch Wolken geschehen, hier auch durch Wolken reduziert. Das können Stäube sein, das können Gase sein. Also es ist nicht wirklich ganz einfach, aber in der Summe für den ganzen Globus kann man sagen, die Bilanz ist klar. Die Energiebilanz nimmt zu, die Temperatur steigt. Was sehr schwierig sein wird, ist zuzuordnen, was heißt denn das für einzelne Gebiete? Ja, also was heißt das für Deutschland? Was heißt das für Bangladesch? Manche Sachen wissen wir, der Meeresspiegel steigt. Das ist relativ klar. Aber die Temperaturverteilung auf der Erde, das traut sich, glaube ich, kaum einer wirklich vorherzusagen, wie sich das entwickelt, weil da sehr viele Dinge dabei sind, viele Effekte. Ja, und das ist alles nicht linear, das sind komplexe Simulationen und die können auch nur bedingt wirklich richtig treffen. Was ich nochmal rausgegriffen habe aus der physikalischen Chemie, ist nochmal diese Gaslöslichkeit. Hier sieht man sehr schön CO2 in Wasser, ja, also je höher die Temperatur, das, was ich vorhin mal so einfach gesagt habe, das kann man schön auftragen. Das ist jetzt hier der Molenbruch, den werden wir noch kennenlernen in der Vorlesung. Nehmen wir das mal einfach als ein Maß für die Konzentration von CO2, die Menge an CO2 in Wasser. Das ist es nämlich. Anteilige Stoffmenge, wenn man so will. Ja, also die gelöste Stoffmenge vom CO2 bezogen auf die Gesamtstoffmenge ist hauptsächlich Wasser. Die nimmt ab, wenn ich die Temperatur erhöhe. Ja, das ist das Henry'sche Gesetz, was da eigentlich dahinter steckt. Und warum ist das ein Problem? Weil CO2 in die Atmosphäre geht und damit eine Rückkopplung hat. Oder wenn der Temperatureffekt nicht so stark ist, sondern die CO2-Menge ansteigt, dann können wir auch wieder gegenläufig das Problem haben, dass in manchen Regionen diese CO2 ist halt auch noch sauer im Wasser. Ich glaube, das habe ich später nochmal. Dass Korallen damit ein Problem bekommen, weil die müssen Carbonat ablagern. Und das passiert halt eben nicht, wenn es zu sauer ist. Die brauchen halt bestimmten pH-Wert. Und mehr CO2 heißt, dass die einfach ihre Hüllen nicht mehr bilden können und dementsprechend Korallenriffe einfach absterben. Ja, genau, das habe ich hier auch nochmal drin. Also das heißt, hier kriegen wir Verschiebungen, die halt auch wieder biologisch nicht abgefangen werden, weil die so kurzfristig sind, dass sich die Systeme nicht umstellen können. Die können da auch nicht ausweichen, sind nicht so mobil wie wir Menschen, dass wir einfach sagen, okay, wenn es halt in Bangladesch nicht so nett ist, dann wandere ich halt aus nach Indien oder wo auch immer hin und fange an, dann Völkerwanderung zu machen, was politisch allerdings auch ein Problem ist. Also das wäre jetzt mal Gasphase, Henry'sches Gesetz kommt noch. Das ist eigentlich ein relativ einfaches Gesetz, weil es im Wesentlichen linear ist, aber die Temperatur auch wieder exponentiell reingeht. Also linear, die Menge an CO2, das ist einfach über den Partialdruck angegeben, erhöht den Anteil im Wasser. Der Anteil mit der Temperatur, der ist aber exponentiell, da ist wieder eine gekrümmte Linie und keine gerade. Deswegen auch wieder immer etwas schwieriger zu erläutern und zu, vor allem politisch wahrscheinlich ist das hier jetzt nicht relevant. Aber Reaktionsgleichgewichte, wir haben jetzt immer wieder so Gleichungen, ja, das wäre eine Reaktionsgleichgewichtskonstante. Wenn ich die bei einer Temperatur 1 betrachte und bei einer anderen Temperatur die berechnen möchte, dann muss ich dann nur wissen, ist die Reaktion exo- oder endotherm? Also hat die einen nennenswerten Wärmeeffekt? Wenn ja, dann ist dieser Vorfaktor halt relevant und dann geht die Temperaturdifferenz invers da ein. Aber letzten Endes geht das exponentiell in die Gleichgewichtskonstante. Das heißt, ich kann relativ große Effekte erzeugen durch Temperaturänderung. Ja, und zwar groß heißt jetzt in dem Fall für 2 Kelvin kann das im schlimmsten Fall sogar so bei 100 Kilojoule pro Mol schon Faktor 2 sein. Aber auch für kleinere Reaktionswärmen kann das halt eben schon 10-20% sein, was in der Biologie oftmals schon viel ist an Verschiebung. Oder noch größer gedacht, das ist jetzt mehr physikalisch, nicht so physikochemisch, dass sogar Strömungen sich ändern. Und deswegen traut sich auch kaum jemand zu, traut sich kaum jemand zu, die Verteilung auf der Erde zu bestimmen, weil sehr viel der Temperaturverteilung erfolgt auch über die Ozeane oder CO2-Senke. Und wir haben so Kalt- und Warmströmungen, die Ihnen wahrscheinlich bekannt sind, ja, dass Europa hier in so einer Warmströmung liegt. Und es gibt schon Modelle, die sagen, ja, was passiert denn, wenn diese Warmströmung
möglicherweise umgelenkt wird. Ja, da gibt es Strömungssysteme und diejenigen, die hier ja auch Strömungslehre haben in der Biotechnologie, können sich ausmalen, dass es so ein Ozean eine relativ komplizierte Geschichte ist, den zu modellieren. Ja, das ist nicht einfach ein gerades Rohr. Der hat halt eben auch letztendlich das Gebirge da unten drin, Klüfte, in denen Ströme laufen. Und wenn, es kann aber sein, dass sich solche umbiegen. Ja, und wenn das umbiegt, dann können Temperaturverteilungen auf der Erde plötzlich ganz anders aussehen. Dann ist vielleicht Europa, das relativ weit nördlich liegt, längst nicht mehr so warm. Ja, weil wenn wir hier mal den Strich ziehen, sind wir eigentlich auf der Höhe von, na gut, Kanada. Das ist auch noch manchmal recht bevorzugt, aber in manchen Bereichen wird es da deutlich kälter. Ja, oder wenn wir hier mal weitergehen, da haben wir auch ganz andere kontinentale Temperaturen. Also da wird sich viel tun, über das ich hier eigentlich wenig sagen kann. Außer, dass ich selber auch ein bisschen erschrocken bin, was alles möglich ist. Und über das wir eigentlich erst dann genau Bescheid wissen, wenn wir das abwarten. Oder es einfach versuchen zu verhindern. Ja, das sind eigentlich nur die beiden Möglichkeiten, die uns offen stehen. Wie gesagt, n gleich 1, das ist kein Wiederholexperiment. Wir haben keine drei Erden, mit denen wir das machen können. Ja, und da ändern sich Viskositäten, die Turbulenzen ändern sich, die Schichtung ist temperaturabhängig in der, das kann ich dann physikochemisch schon noch verstehen, aber das sind sehr komplexe Modellrechnungen, wenn ich jetzt die ganzen Erdozeane da rechnen will. Ja, da würde ich passen. Es gibt ein paar Leute, die beschäftigen sich damit und versuchen, das zu modellieren. Aber alle Klimamodelle sagen eigentlich, dass wir von der Erwartung her eigentlich auf diesem Trend hier, auf diesem roten Trendgrad liegen. Ja, wir gehen hoch mit all den Effekten, die ich benannt habe. Und bestenfalls kann es uns gelingen, irgendwo das zu stabilisieren. Wir sind aber kontinuierlich politisch dabei, diesen Effekt, den Weg in die Stabilisierung eigentlich nicht zu erreichen. Ja, und jetzt gehe ich mal von dem Physikalischen ruhig auch, also das sind noch die Reaktionsgeschwindigkeiten, das ist ein Vorgriff ins nächste Semester, Aktivierungsenergien, vielleicht kennen Sie die Regel, dass man bei 10 Kelvin eine Verdopplung der Reaktionsgeschwindigkeit hat, das sind so die üblichen organisch-chemischen und biochemischen Aktivierungsenergien. Das heißt also für 2 Kelvin, das was aktuell durchaus ja als Grenze im Raum steht, nimmt das 20% zu. Und wenn biologisch muss man immer den Vergleich ziehen und sagen, ja, was wäre denn, wenn Ihre Körpertemperatur permanent bei 39,5 wäre? Ja, das möchten Sie sich, glaube ich, nicht vorstellen. Und das heißt es eben halt für verschiedene Lebewesen, die das nicht regulieren können, dass ihre Außentemperatur halt eben plötzlich durchgehend Fieber ist. Ja, und das heißt halt, wie funktioniert denn das? Bakterien sind da relativ entspannt. Ich glaube, die Mikroorganismen der Erde, die werden lächeln über den Klimaeffekt, weil die mutieren einfach so schnell, dass sie sich mit der Temperaturänderung anfreunden werden. Wechselwarme können vielleicht noch in den Schatten gehen. Wir Säugetiere, wir schwitzen. Wir haben eigentlich würden die 2 Kelvin selber nicht merken. Was sind die großen Bereiche, die da betroffen sind? Das sind Pflanzen und Pilze, die halt eben nicht mobil sind und eigentlich auch keine Temperatursteuerung haben. Die werden ganz heftig darunter leiden und deswegen wird auch die Nahrungsgrundlage für die Menschheit, vor allem Pflanzen, sich deutlich verändern, wenn wir halt eben hier die Temperatur verändern. Da sind ja die landwirtschaftlichen Fakultäten schon massiv da dran, dann entsprechende Pflanzen zu haben, Pflanzensorten zumindest dann, die höhere Temperaturen vertragen und die zu selektieren. Oder ich als ein ganz simples Beispiel, demnächst geht die Temperatur wieder hoch und die Pollenblüte bei Hasel, ja, die war früher eigentlich, die hat irgendwann Mitte Februar angefangen. Mittlerweile geht das vor Weihnachten schon, blühen die ersten Haseln hier in der Region und ich habe Heuschnupfen. Ja, wer das auch hat, der wird das kennen. Da sieht man mal, wie massiv diese Einflüsse dann auf manche Teile der Biologie sind. Ja, das sind dann halt eben 1-2 Kelvin reichen aus. Ja, wenn das über 10 Grad geht, dann sagt die Hasel, hurra, jetzt ist Zeit, streuen wir mal ein paar Pollen aus. Das können die auch relativ gut. Das heißt also, Temperatur ist etwas, das ist immer relevant. Es ist leider praktisch fast immer exponentiell, ja, außer ideales Gasgesetz, weil es immer mit Boltzmann-Statistiken zu tun hat und deswegen leider immer relativ komplex schon im Kleinen.
Und wenn ich das in Gesamtaufgabe versuche, in der gesamten Chemie, in der gesamten Biologie zusammenzuziehen oder noch schlimmer, in der gesamten Geologie auf der Erde, dann lande ich eigentlich immer bei großen Fragezeichen. Das wird politisch halt genutzt, weil man dann immer sagen kann, ja, ganz genau wissen wir es ja nicht, was passiert. Das stimmt. Da würde ich als Wissenschaftler sofort wieder zustimmen. Wir wissen es nicht ganz genau. Und genau deswegen stellt sich für mich aber auch die Frage, wollen wir das unbedingt alles abwarten, bis wir es wissen? Die Frage ist auch eine ethische. Wie gesagt, die kann man so oder so sehen, aber die sollten wir auch ernsthaft diskutieren und nicht immer im Hintergrund halten und sagen, naja, ist ja schon nicht so schlimm. Ja, das ist so wie mit Virus. Ja, ist nicht so schlimm. Und dann wenn die Leute dann auf der Intensivstation beatmet sterben, dann realisiert man das, was man 4 Wochen vorher eigentlich schon wusste. Wissenschaftlich zumindest ganz klar belegen kann mittlerweile. Und das ist hier von den Zeitabläufen halt noch weiter weg. Ja, das kommt dann in 4 oder 40 Jahren. Betrifft vielleicht sogar dann andere Generationen, sie vor allem. Und deswegen ist es auch ganz richtig, dass die junge Generation jetzt mit Fridays for Future oder Students for Future sich des Themas annimmt. Weil sie sind diejenigen, die betroffen sein werden. Und jetzt kommt der Abschnitt, an dem ich eigentlich wissenschaftlich am vorsichtigsten sein muss. Ja, weil bis hierhin bewege ich mich auf relativ festem Grund. Jetzt gehe ich eher auf dünneres Eis. Was können, was sollen wir tun? Da werde ich jetzt nur versuchen, mal ein paar Aspekte zu beleuchten. Ein paar sind für mich relativ klar aus wissenschaftlicher Sicht, aber 100% belegen kann ich die auch nicht. Und deswegen will ich mich da zurückhalten. Ich glaube, dass das andere Beiträge in diesem Umfeld auch andere Wissenschaftler besser können. Also ab jetzt sind wir eigentlich auf Augenhöhe. Da können Sie genauso mit beitragen, zum großen Teil, und auch wieder Meinungen haben. Aber eins vorweg, was müssen wir tun, was können wir tun? Ich habe mir dieses Buch nochmal gekauft. Es ist von 1972. Das Buch heißt Die Grenzen des Wachstums. Vielleicht kennen Sie das. Das ist der Bericht des Club of Rome. Es hat einen Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommen, 1973. Ja, war eigentlich eine englische Ausgabe, das ist die deutsche Übersetzung. Und was hat man da gezeigt? Man mag es gar nicht glauben. Also ich mag es selber nicht so ganz glauben. Da war ich 6 Jahre alt, als das Buch rausgekommen ist. Das war eigentlich, als ich 1985 angefangen habe zu studieren, schon lange im Raum. Und in diesem Buch ist diese Grafik drin. Das ist der CO2-Gehalt der Atmosphäre. Und in Volumenanteilen. Und da wird so ein kleiner Ausschnitt gezeigt und wird gezeigt, dass da offensichtlich eine exponentielle Zunahme wo drin ist, dass der sehr stark angestiegen ist, wenn man da einige Jahrzehnte zurückragt. Und wenn man das extrapoliert, dass man davon ausgehen muss, dass halt eben dann, dass wir im Jahr 2000 einen Gehalt von 380 ppm erwarten. Und ich bin erstaunt, das ist so ungefähr das, was wir auch tatsächlich bekommen haben. Vielleicht sollte ich eigentlich sogar mal einen Sprung zurück machen. Ich glaube, ich habe es hier jetzt gar nicht drin. Da muss ich hier tatsächlich mal rausgehen und einmal, das kriege ich jetzt so hin, an den Anfang gehen und sagen, das ist die gemessene Kurve. Und jetzt gucken Sie mal bei 2000, ja, da liegen wir bei 360, 370 ppm sowas. Das heißt, da hat 1972 schon sagen können, wo die Reise eigentlich hingeht. Und als die Politiker angefangen haben, darüber zu diskutieren, das stärker zu diskutieren, vielleicht Jahr 2000, wurde das 1990, wurde das dann deutlich stärker. Das hat man 1972 alles schon gezeigt. Ja, und da soll jetzt bitte keiner sagen, das ist irgendwie was Neues. Das haben wir ja nicht geahnt. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier da eigentlich wieder dann mache ich es anders, dann muss ich doch nochmal einmal die Präsentation, geht doch da weiter, danke, einfach fortsetzen, ja, das heißt, also man hat das eigentlich alles schon vorhergesagt, da waren Wissenschaftler, die sich zusammengetan haben, es ging im Wesentlichen eigentlich um Grenzen des Wachstums, dass wir zu viele Menschen auf der Erde sind, zu hohe Verbraucher haben, unsere Brennstoffe. Ja, und da war noch die Idee, man kann das mit Kernenergie ersetzen. Ja, das war eine Wunschvorstellung. Auch die ist mittlerweile ökologisch eigentlich schon zum großen Teil gebrochen. Und selbst in den Ländern, es wird ja in vielen Ländern noch genutzt. Es hält uns nicht davon ab, trotzdem entsprechend mehr dann auch andere Substanzen in die Atmosphäre zu geben. Also das ist leider nicht die Lösung. Und der Sachstand
Dann gehen wir weiter in den Jahren politisch. Ja. 1988, 89 haben sich die Deutsche Physikalische Gesellschaft und die Deutsche Meteorologische Gesellschaft zusammengetan. Und ich zitiere das mal aus einem Buch, das habe ich mir dann im Studium gekauft, Chemie und Umwelt, 1989. Die Klimaänderungen sind abgesehen von einem Krieg mit Kernwaffen eine der größten Gefahren für die Menschheit. So, und da kann ich jetzt eigentlich nur noch sagen, gibt es da noch Fragen? Da waren Sie noch gar nicht geboren. Ja, und warum ist das heutzutage eigentlich, ja, vielleicht, du hast den Moment sogar noch stehen lassen. Ja, weil das ist jetzt eine ganz kurze Folie, die ich eigentlich immer wieder sehr ernüchternd finde. Und man sieht, wie wenig lernfähig wir in der Menschheit sind und wie wichtig ein Studium ist, dass man was aufnimmt und neue Aspekte halt auch aufnimmt. Ich habe das im Studium, habe ich Umwelt ganz intensiv gemacht, habe dann irgendwie gelernt, dass das zwar technisch umgesetzt wurde, aber in die breite Bevölkerung eigentlich wenig Einzug gehalten hat und merke jetzt, wie wichtig das wäre, dass das in der Bevölkerung breiter verankert wird, weil man kann nicht alles technisch lösen. Ja, und warum nicht? Weil wir lösen das nicht technisch, sondern sozialpolitisch. Was machen wir denn? Wir halten in Europa und Nordamerika so ungefähr unsere, das sind hier Gigatonnen CO2 über die Jahre. Wir haben unseren Verbrauch eigentlich jetzt oder unsere Erzeugung da relativ gestoppt. Das ist auf einem hohen Niveau. Aber wodurch haben wir das geschafft? Indem wir die Produktion nach China ausverlagern. Ja? Und Asien geht halt hoch. Das ist eine Milchmädchenrechnung eigentlich, kann man sagen. Ja? Und wenn man da was lesen will, da gibt es einen Soziologen an der LMU, ist es, glaube ich, der hat ein schönes Buch rausgegeben, Neben uns die Sintflut. Ja? Also es ist ja für uns nicht so dramatisch, wenn die Sintflut woanders stattfindet. Das CO2 kommt über die Atmosphäre und die Temperatur aber auch nach Europa zurück. Ja, also das lässt sich gar nicht aufhalten. Also wir müssen auch global was tun. Wir können uns einfach nicht mehr in Ländern oder auch nur in der EU organisieren. Wir müssen das Thema tatsächlich global angehen. Es wurde ja versucht. Das Problem ist es, dass politisch dadurch wesentlich komplexer wird und dann immer die Frage ist, wer geht hier eigentlich den ersten Schritt? Ja, und wenn es alle nicht tun, dann geht es halt so weiter oder man, wie gesagt, man verlagert dann einfach und merkt es gar nicht mehr, weil der Mittlere Osten nimmt natürlich auch heftig zu. Ja, da wird ordentlich aus dem Öl, aus dem Geld dann umgesetzt und wie gesagt, dann werden halt eben die Apple-Bauteile in China hergestellt und USA hat eine ganz ordentliche CO2-Bilanz noch, aber die ist halt eigentlich gar nicht richtig gerechnet. Da gibt es Kollegen, die das korrigieren. Ja, das heißt, ist wichtig, jetzt kommen wir zu den Maßnahmen, was kann man machen? Also vor allem Wissen weitergeben, ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Und was das zweite Allerwichtigste ist, Wachstum begrenzen. Ja, und zwar sowohl bei Konsum, bei der Wirtschaft und bei der Bevölkerung. Das möchte augenblicklich mit dem Virus keiner hören, weil alle versuchen jetzt wieder zum Wachstum zurückzukommen. Und ich muss sagen, Wachstum halte ich aus physikochemischer Sicht für völligen Unsinn. Biologisch sind wir ein einigermaßen dynamisches Gleichgewicht. Strahlungsmäßig sind wir ein dynamisches Gleichgewicht und wir müssten bei der Wirtschaft eigentlich auch dahin kommen, dass wir ein dynamisches Gleichgewicht entwickeln. Ja, dass wir auf dem Stand mal einfrieren, was wir da haben, die Bevölkerung nicht mehr wächst, wir nicht mehr Produkte brauchen, sondern mit den Produkten auskommen und auch nicht, wenn es uns schlecht geht, das durch irgendwelchen Konsum mit Wegwerfartikeln kompensieren, sondern da gibt es auch andere Möglichkeiten. Das wäre schon mal gar nicht schlecht aus meiner Sicht. Ja, und so jetzt mal ein Zitat aus der Literatur. Also es geht nicht darum, was für Leistungen man hat, sondern man muss auch einfach mal Werte letztendlich hier positionieren. Und das ist vielleicht das, was der Max Frisch da mit der Rolle meint, die einer spielt, ja, wie man sich sozusagen auch positioniert. Und darum geht es hier vor allem. Und das trifft jetzt sozusagen jeden Einzelnen auch. Genauso wie mit der Viruspandemie können wir uns jeder Einzelne auch zumindest mal positionieren und dazu Aussagen treffen und auch unsere eigenen Dinge, die wir den tagsüber tun oder was wir so einkaufen, das können wir durchaus ein Stück weit steuern mit den Werten. Ja, also nochmal zusammengefasst, die Lehren sind eigentlich sehr wenig. 1972 kam der Club of Rome, da war das eigentlich gerade mal so aus dem statistischen Rauschen rausgetreten. Der Bundestag hat 1994 einen Bericht einer Enquete-Kommission, also schon was relativ Gewichtiges im Bundestag geschaffen. Der nennt sich Schutz der Erdatmosphäre. Da kann man eigentlich alles nachlesen, was da heute drin steht. Unser Honorarprofessor hat das, Christian Magal, Professor Christian Magal hat das sehr schön dargestellt in seiner Antrittsrede. Da
dass der Bundestag 1994 schon alles wusste. Also politisch waren alle auf der Höhe der Zeit ab 1994. Und wer nicht, der kann in diese Berichte reinlesen. Die gibt es im Internet, kann man auch allgemein reinlesen. Und Fridays for Future hat dann nochmal bis 2019 gedauert, bis das dann wirklich politisch so aufgegriffen wird. Also es ist einfach viel zu langsam. Ja, und deswegen habe ich eigentlich nur ein Fazit bei dem, was sollen wir tun? Wir müssen uns dringend ändern. Wir sind die falsche Menschheit augenblicklich, in der Masse, in der wir mittlerweile auf der Erde rumtouren. Und das sollten wir uns ernsthaft überlegen. Das ist nicht so ganz einfach, aber große Probleme erfordern halt eben manchmal auch etwas längeres Nachdenken und vielleicht auch mal größere Taten. Und in dem Sinne können Sie auch was beitragen. Sie lernen Naturwissenschaft. Das ist eine wichtige Grundlage, um hier auch mit zu verstehen, um was anzuwenden, vielleicht selber als Ingenieur dort tätig zu werden oder weiterzugeben. Vielleicht auch ins eigene Umfeld. Ja, man kann das auch mal in der Familie erzählen. Sie dürfen gerne meine Folien hernehmen, versuchen das zu erläutern. Muss ja nicht gleich alles sein. Man kann sich in Freising zum Beispiel ganz hervorragend mit dem Fahrrad bewegen, ganz ohne Auto. Oder zu Fuß. Das ist ein einfacher, kleiner Beitrag. Flugreisen ist aktuell kein Thema, aber man kann das nächste Smartphone vielleicht ein Jahr später kaufen. Man muss nicht das allerneueste Modell nehmen, was die Industrie einem da versucht vorzugaukeln. Man kann mit weniger Fleisch auch überleben. Ich habe hier ein Lehrbuch der Ernährung stehen, das sagt, man kann sogar vegan ausreichend seinen Proteinbedarf abdecken. Muss man jetzt nicht machen, aber man kann es auf alle Fälle begrenzen. Man muss den Joghurt nicht von Schleswig-Holstein nach Bayern fahren und die Butter von Weihenstephan nach Hannover. Das ist nicht notwendig, wird aber getan. Und man kann dann einfach mal ein bisschen bewusster und bescheidener leben und vielleicht politisch aktiver. Das wäre so meine Aussage, mein Appell an Sie, was ich mir wünschen würde, weil ich auch das letzte Jahrzehnt so ein bisschen das Gefühl habe, Studierende könnten eigentlich auch bei uns deutlich politisch auch mal interessierter und aktiver sein. Jetzt ändert sich das gerade. Ich bin sehr froh darüber. Deswegen bin ich hier auch gerne mit dabei. Und dann, genau, nur das Erkennen, dass sich wesentlich zur Existenz verhält, ist wesentliches Erkennen. Ja, wir können ganz viel über das Higgs-Boson lernen. Das ist interessant. Aber hier beim Klimawandel geht es tatsächlich um unsere eigene Existenz. Also da ist das Erkennen wirklich ganz wesentlich. Da sollten wir uns mal drum kümmern. Auch politisch, aber vor allem auch wissenschaftlich weiter kümmern. Das ist glücklicherweise schon der Fall. Und dann habe ich so einiges an Literatur. Das können Sie eigentlich dann vielleicht in Ruhe mal im PDF durchgehen. Gibt sicherlich auch noch viel mehr. Ein paar Hinweise sind auch unterwegs da. Gibt eine schöne CO2-Broschüre von der GDCH, von Gesellschaft Deutscher Chemiker. Viel im amerikanischen Raum, weil die Wissenschaftler dort haben eine andere Meinung als ihr Präsident. Gibt ein sehr gutes Buch von den ehemaligen Leitern des Potsdamer Instituts für Klimaforschung, was sehr knapp ist. Das habe ich letztes Jahr dann auch gelesen. Das kann ich nur empfehlen. Wird sehr kompakt nochmal diese meteorologisch-geologische Sicht dargestellt, die ich da am Anfang drin hatte. Oder man geht sogar ganz weit zurück. Aber es gibt auch neue Bücher über Chemie und Umwelt, englischsprachig oder deutschsprachig. Da gibt es schon einiges. Oder man geht wirklich in die ganz grundlegenden Sachen der physikalischen Chemie. Die habe ich jetzt aus dem Wedler-Atkins, aus meinem eigenen Lehrbuch. Oder den Spektroskopie-Lehrbüchern kann man oder gibt auch bei IR, gibt es halt auch im Internet eine ganz gute Zusammenstellung. Dann bleibt mir noch nochmal darauf hinzuweisen, dass diese Initiative existiert und sie natürlich auch davon lebt, dass sich Menschen beteiligen. Das funktioniert nicht von alleine und es sind meistens bei sowas, das kenne ich von eigenen Tun, immer wenige. Aber man kann, das ist das Schöne, da mit wenigen relativ viel bewirken und manchmal halt auch sehr große Menschenmengen dann bewegen. Und das ist ja hier auch tatsächlich erfolgt. Ich muss sagen, das ist ein großer Erfolg dieser Gruppe. Und bei allem aller Kritik oder Diskussionen darum, das Wichtige ist, dass überhaupt mal was überhaupt angestoßen wird. Und dann tragen viele dazu bei, dass es in die richtige Richtung geht und dass es auch auf einer wissenschaftlichen und ethischen Basis bleibt. Ja, das muss man natürlich immer wieder neu abklopfen. Deswegen ist wichtig, dass auch viele dabei sind, dass es repräsentativ ist und nicht Einzelne sich da austoben. Also machen Sie da mit. Und Sie haben dann eigentlich die Wahl zwischen verschiedenen Freitagen. Ja, welchen Freitag hätten Sie denn gern? Das ist meine Frage, die ich da habe. Möchten Sie jetzt, das kommt ja jetzt wieder,
möchten Sie mit dem Schwachsinn weitermachen, den wir da die letzten Jahre tun? Ja? Black Friday und 50 Milliarden weltweit ausgeben für das neueste Handy, für was weiß ich. Ja, also Continue Power Shopping. Oder möchten Sie den Business as usual weitermachen, ja, und den Casual Friday pflegen? Das ist ja auch so ein beliebter, wo man dann mal am Freitag ein bisschen 5 Grad sein lassen kann und dann statt dem Sakko auch mal nur mit Hemd ins Büro gehen darf. Bei den Juristen heißt es dann, sie dürfen eine Kombination statt einen Anzug anziehen. Oder wollen Sie vielleicht doch den Friday, der irgendwie Richtung Zukunft weist, sich annehmen? Das ist die Frage. Und diese Grafik hier, die fand ich da sehr, sehr, sehr gut, ja, dass Robinson Crusoe schon den Black Friday eingeführt hat, bevor das so cool war wie heute. Und ich habe noch was anderes gefunden, eigentlich eine Quelle im Internet, die auch den Friday on my mind hatte. Und die spiele ich jetzt gerade noch mal ganz kurz an. Aber dafür stoppe ich die Präsentation. Dann haben wir jetzt auch die Möglichkeit, dann kann ich das hier auch so freigeben, aufzeichnen.